Was braucht man, um hochwertige Musik zu produzieren? Reicht ein normaler Laptop mit der richtigen Software oder braucht man nach wie vor analoges Equipment wie einen Röhrenkompressor, analoge Hallgeräte, EQs und Delays? Bekommt man in der digitalen Welt schöne warme Sounds hin oder braucht man die echte Bandsättigung einer analogen Tonbandmaschine? All diese Fragen klären wir heute mit jemandem, der es wissen sollte, nämlich DJ KC alias Kai Soffel. Denn Kai hat in seinem Studio beide Welten. Zum einen arbeitet er mit der digitalen Software Pro Tools, mit allen an Plugins, was man sich wünschen kann. Zum anderen hat Kai Soffel sein Studio voller analoge Geräte. Ja, sogar eine Studer 24-Spur-Tonbandmaschine findet man da. Kai wird uns genau erklären, aber auch an einem konkreten Beispiel zeigen, wie er arbeitet und Musik produziert. Und ihr seid live dabei und habt die Möglichkeit, über den Chat eure Fragen zu stellen. Mein Name ist Thomas Foster, ich bin der Moderator und ich heiße euch herzlich willkommen zu Mutant Sessions in Kooperation mit den Zeitschriften Keys und Recording Magazin und heute auch mit der Firma SMM in München. Ganz kurz noch, was ist Mutant? Mutant ist ein neues Startup, ich bin ein Teil davon, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Sound und Software für Musikproduzenten zu schaffen und damit die Art und Weise, wie wir heute Musik produzieren, nachhaltig zu verändern. Als erstes Lebenszeichen hat Mutant eine Homepage gebaut, die wahrscheinlich erfolgreichste Webpage, um gratis Sounds und Samples downzuloaden. Man findet auf Mutant.com die besten Kicks, Snares, Claps, Beats, Percussion und viele andere Instrumente wie auch Vocal Samples. Einfach suchen, finden, anhören und downloaden. Ohne Login und ohne Kreditkarte. So, schön, dass ihr dabei seid. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen heute zur zweiten Ausgabe von Mutant Sessions. Ja, und wie ihr schon gesehen habt, wir haben wirklich einen ganz besonderen Gast, den Kai Soffel, der ein großartiges Studio hat, über das er mir schon sehr viel erzählt hat. Aber vor allen Dingen wird er uns heute noch ausführlich von seinem Studio erzählen und wie es genau funktioniert und warum er das so eingerichtet hat, wie er sich's eingerichtet hat. Für die, die zum ersten Mal dabei sind, wir machen einmal in der Hälfte und einmal gegen Ende eine Fragerunde und die Lila, die gerade möglichst leise und vorsichtig die Türe schließt und es aber nicht geschafft hat, die ist noch immer offen, die Lila ist so lieb und wird eure Fragen dann verlesen und wir versuchen alle Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Wenn wir mit ein paar Fragen nicht durchkommen, gibt es anschließend nochmal die Möglichkeit, in meiner Facebook-Gruppe Thomas Foster Music Production German Group mit dem Kai zu chatten. Dort wird er dann noch persönlich für Fragen zur Verfügung stehen. So, jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt wollen wir Kai sehen. Hallo Kai, herzlich willkommen. Hallo, guten Abend nach Österreich. Kai, vielen Dank, dass du da bist. Wir haben schon im Trailer ein bisschen was über dein Studio gesehen, aber vielleicht magst du erst mal ein bisschen von dir selber erzählen, über dich als DJ und über dich als Musikproduzent, was du so machst und was du schon so alles gemacht hast. Also mein Alter ist 52 Jahre, also ich bin der Gegensatz einer Frau immer sehr ehrlich mit, habe damit kein Problem. Bin seit meinem 16. Lebensjahr DJ und bin dann irgendwie mit 18 Jahren Richtung Frankfurt gekommen, in die legendären Dorian Gray Diskothek und habe viel in so Läden wie Tennisbar und so, das waren so die Innenclubs hier in Frankfurt, aufgelegt. Und so war meine DJ-Karriere am Laufen dann so, in Anführungsstrichen. In den 90ern habe ich dann angefangen, das erste Studio aufzubauen und Songs zu produzieren. Und das klang mir mal mehr, mal weniger gut. Aber ich habe sehr viele eigene Remixe auch für mein Set gemacht. Damals noch so vom DAT-Band runter oder von der richtigen Bandmaschine. Und das ist bis zum heutigen Tag so geblieben. Das heißt, ich lege weit über 30 Jahre jetzt auf. Und das immer noch sehr gern. Also Menschen, die mich kennen, behaupten, ich würde das immer noch mit sehr viel Leidenschaft tun. Und 1992 habe ich dann, wie gesagt, angefangen mit der Musikproduziererei. Hatte damals dann mein erstes Studio gekauft, noch komplett analog und habe damit angefangen und viele, viele Sachen gemacht im Dance-Bereich,
Irgendwann bin ich da mal abtrünnig geworden, Richtung Schlager, dann mal ein bisschen Rock gemacht, aber immer wieder eigentlich zur Pop- und Dance-Musik zurück. Und über die Jahre ist dann halt auch mit der Erfahrung immer weiter das Studio gewachsen. Und so Mitte 2000 habe ich dann entdeckt, und da glaube ich, geht es heute auch drum, analoge und digitale Welt miteinander zu verbinden. Ja, das ist super spannend. In der digitalen Welt bist du ja mit Pro Tools unterwegs. Da dürfen Richtig. Wir heute auch noch ein bisschen reinschauen, wie so eine Session bei dir ausschaut und mit welchen Plugins du da arbeitest. In der analogen Welt hast du ja ganz viel Equipment aus deinem alten analogen Studio. Ich glaube, du hattest auch mal ein Studio auf Mallorca. Wo kommt das ganze analoge Equipment her? Ja, so überall. Ich schalte mal die Kamera um. Ich habe hier mehrere Kameras. Dank SMM klappt das hier mit richtig Videomischer. Und ja, jetzt sehen wir mal ein bisschen Totale. Und jetzt sieht man ein bisschen was vom Studio. Also hier vor mir parkt eine AVD Control. Dann haben wir hinten das ganze Outboard-Equipment, wo ich vielleicht dann später, wenn ihr möchtet, einfach noch ein bisschen näher drauf eingehe, was ich da so alles habe. Ja, schön. Ja, vielleicht ist jetzt aber auch ein guter Zeitpunkt, dass du mal da so ein bisschen uns durch dein Studio führst. Ja, das mache ich doch sehr gern. Also da fangen wir mal rechts oben an. Oder ich mache es besser. Ich stelle das Mikro kurz ein bisschen hier vor. Ja. Wir improvisieren jetzt ein bisschen. So, und dann schnappe ich mir hier die Kamera, die feststeht, und laufe mit euch dahin. Wir haben ja mehrere. Zack. Ist ja unglaublich hier. Futuristisches Ton- und Videostudio. So, und dann drehe ich das, die Kamera ein bisschen rum vom Monitor, damit ich sehe, ob ich euch auch erwische. So, da ist nämlich so ein Monitor drauf. Und dann stelle ich die Kamera wieder hier hin. Und wenn ich... Oh ja, nein, das ist Pro Tools jetzt. dazu kommen wir später noch. Jetzt sehen wir schon mal ein bisschen Equipment und jetzt schalten wir mal um. Zack. Ah, cool. Und jetzt sehen wir die ersten Schätzchen. So, und jetzt hole ich aus dem Mikro wieder, damit er mich auch versteht. Also wir fangen jetzt mal oben an. Sieht man das im Bild? Ja, da oben. Ja, perfekt. Das ist ein Teletronics LA-3A. Die meisten kennen das Ding eigentlich nur als Plugin. Also das wird bei Waves und überall auch mit angeboten und auch UAD. Ich habe das als richtige Kiste und das ist ein ganz wichtiges Tool für Chöre, also Vocals prinzipiell. Gitarren setze ich sehr gern drüber. Also alles, was richtig fett werden muss, ja. Da gönne ich mir dann den LA-3A. Dann gibt es noch eine ganz spektakuläre Kiste unten drunter. Das ist der Dynmax von SPL. Ist einfach eigentlich ein Kompressor oder Dekompressor, also zum Dekomprimieren, macht aber einen wahnsinnigen Druck auf Drums. Also das ist wie mit den Transient Designer oder wie das Ding hieß von SPL. Also er puncht unwahrscheinlich. Ja. Dann haben wir unten drunter meine allgemeine Waffe, die jetzt auch gerade mitläuft. Kann man mal ein bisschen näher ran. Wenn ich reinspreche, sieht man auch, was er macht. Nämlich es läuft da drüber. Das ist ein Avalon 737 mit 4 Röhren. Da nehme ich eigentlich in der Regel meine Vocals auf. Also ich habe da unten auch noch wenn man es ein bisschen runter macht, sieht man da unten auch noch ein Red 3. Da passiert richtig was. Ja. Der Vorteil ist natürlich auch, ich arbeite hier mit einem Signal, was analog ist. Im Digitalen kennen wir das, heißt 0, das heißt, da geht nichts mehr. Und hier im Analogen, wenn wir so ein bisschen rüber gucken, auf die andere Seite, dann sehen wir hier, das sind die RME Mix DCs, habe ich gleich dreimal drin. Das heißt, ich habe hier nochmal 24 Micro-Preamps analogen Geräte reingehen und ich fahre teilweise da rein mit plus 30 dB. Das heißt, schaffe es sehr oft auch so Keks oder irgendwas, was wichtig ist, extrem laut zu kriegen, extrem breit zu kriegen. Und das macht einen Mörderspaß auf dem analogen Welt, wo halt Schluss ist, da einfach eine gewisse Breite, eine gewisse Durchsetzungskraft reinzusetzen. Dafür habe ich die Mix-DCs. Und die sind also immer noch davor. Die schalte ich insgesamt in 40 Kanälen. Ich höre dich übrigens gerade ganz laut Echo. Okay, entschuldige. Dankeschön. Und dann habe ich nochmal 24 zusätzliche Kanäle an dem Mix, die sich also zwei Eingänge. Und da nutze ich dann da hinten 24 Spurbänder. Das heißt, ich kann teilweise aus meinem Pro Tools einfach mit 24 Kanälen raus, gehe direkt in die Bandmaschine rein, Hinterbar zurück, ab in den Rechner, 24 neue Spuren erzeugt.
und habe eine echte Bandsättigung, gewisse Wärme auf den Vocals, eine gewisse Ding oder auf dem Bass oder die Snare oder Toms oder irgendwas in Szene gesetzt. Dafür auch dick. Ja, über Kai. Den RMEs. Kai, ich merke gerade, dass wir mit der Übertragung leider Probleme haben. Ich frage jetzt mal kurz an den Chat. Habt ihr eine gute Verbindung? Kommt bei euch alles gut an? Oder kriegt ihr auch mit, dass die Verbindung hier ein bisschen leidet und unterbrochen ist? Ja, wir kriegen da gleich eine Antwort. Ich würde sagen, wir machen trotzdem hier mal weiter, solange bis wir hier ein bisschen eine Info bekommen. Kein Eindruck, du sagst, du hast ein paar Geräte tatsächlich, die es auch als Plug-in gibt. Hast du mal für dich so verglichen, was ist denn jetzt hier der Unterschied? Sound, ist da wirklich ein gut hörbarer Unterschied, wie die analoge Kiste klingt, wie die digitale klingt? Empfindest du das selber mehr als Leidenschaft, dass du in analogen Geräten zu arbeiten und dir einfach die Bedienung so viel Spaß macht, dass das den wichtigen Unterschied macht? Oder geht es tatsächlich um den Sound, dass die Sachen anders klingen? Nee, also da muss ich sagen, es ist nicht nur, klar machen die Geräte natürlich auch Spaß. Ich schalte mal die Kamera um, so, zack, da sind wir wieder so. Es macht natürlich auf der einen Seite Spaß, mit analogen Kisten zu arbeiten. Aber jetzt zum Beispiel, der da über den Mix, die Sie sehen, gesehen habt, der arbeitet ja so mit RCA-Röhren. Und Stephen Slade, also und auch Waves, haben das Plugin LA auch entwickelt. Und ich habe das also auch hier und kann direkt A, B schalten. Das heißt, das, was das Plugin simuliert, führt das Gerät wirklich aus und da liegen Welten zwischen. Und so ist es genauso auch im Hall. Ich habe ein 480er Lexikon da hinten stehen. Da gibt es auch von Stephen Slade die 480er Hall oder 224. Aber im Endeffekt, die simulieren. Und du merkst halt wahnsinnig, wenn die Kisten wirklich echt arbeiten. Das geht also dann weiter auch mit dem Precasti da hinten, mit dem M7. Den gibt es auch als Plugin. Kein Vergleich. Und das gleiche auch bei Evental, TH3500 und. Also die Liste ist sehr lang. Mit Sachen, die wirklich sind. Ich liebe Plugins und wir haben tausende von Plugins, ob Waves, auf Stephen Slade, auf SSL. Wir haben die Sachen alle ganz lieb, oder was ich ganz lieb gewonnen habe, ist Isotope. Ja, die machen also Ozone, die dieser Advanced heißt er, ja genau, der große, der macht einen Riesenspaß. Ja, also das sind ganz, ganz tolle Plugins und auf die ich auch in der Produktion nicht verzichten möchte, aber die Kombination aus den analogen Geräten und den digitalen Plugins, die ich gezielt einsetze, ich glaube, das macht's aus. Spitze. Ja, ich sehe gerade, die Verbindung wird wieder besser. Wir haben wieder einen besseren Stream, woran immer es gelegen hat. Es war kurzfristig mal nicht so gut. Kai, du hast auch eine analoge Bandmaschine. Also viele kennen das ja überhaupt gar nicht mehr. Eine analoge Bandmaschine, wo sich das Tonband so richtig dreht und das Tonband so fett ist, weil da 24 analoge Spuren drauf sind. Kann man die mal kurz zeigen? Und kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen? Länger. Wir sind ja flexibel mit der Kamera. Ich mache das Ziel kurz meinen Kopfhörer ab. Ja. Ich schalte schnell die Maschine an. Und zeig euch das mal, um was da alles. Während du umstopselst, erzähle ich kurz ein bisschen was dazu, ja? Okay, mach das. Weil früher früher hat man ja überhaupt nur Stereo aufgenommen. Frank Sinatra, da stand das echte Orchester da, vor dem Mikrofon, die ganze Band, ein Mikrofon, Stereo, am Anfang sogar noch Mono und dann ging das alles in ein Mikro und auf ein Tonband. Und erst mit den Beatles hat es angefangen, dass man mal vier Spuren hat. Also auf einem Tonband vier Spuren, wo man zuerst das Schlagzeug aufzeichnen konnte und dann zeitversetzt den Bass und die nächsten Spuren und so weiter. Ja, und es hat sich dann immer mehr gesteigert, bis man in den 80ern mal 24 analoge Spuren hatte. Und Ende der 80er dann Eurythmics und Pet Shop Boys haben dann auch noch auf Tonband, aber das zumindest schon digital auf einem dünnen Tonband 32 oder ich glaube sogar 64 Spuren aufgenommen. Aber das, was wir jetzt hier beim Kai sehen, ist noch analog, die gute alte Studer mit 24 Spuren auf einem Tonband. Und musst du mal uns erzählen, wo du das Teil her hast und vor allen Dingen, wofür du es nutzt. Kai? Also Kai ist noch beim Umbauen. Alles nicht so einfach.
habe ihn wahrscheinlich auch ein bisschen herausgefordert, damit dass er mal schnell seine 24 Spur zeigen soll. Ich glaube, er hört mich nämlich jetzt auch gar nicht. Kai? So. Jetzt ist er wieder bei uns. Und wieder da. Ja, Kai. Da ist, bin ich nebendran. So, und da bin ich wieder volle Pulle. Kai, meine letzte Frage an dich war, wofür kommt heute noch eine 24-Spur zum Einsatz? Was sind die Vorzüge gegenüber Pro Tools? Es gibt ganz viele Vorzüge. Also Pro Tools macht natürlich viele, viele Sachen sehr, sehr geil. Also es ist, man muss das so sehen, es ist meine Arbeitsmaschine. Also Pro Tools ist so das wichtigste Tool, was ich habe neben meinem Mac. Die Bandmaschine macht nur das, was Pro Tools nicht kann. Also kein Sequenzerprogramm kann, weder Cubase noch wie sie alle heißen. Es macht diese analoge Bandsättigung. Ja. Und es gibt ja viele Plugins, die das simulieren. Und da bin ich wieder beim Thema, was ich eben schon mal gesagt habe. Die simulieren halt einfach nur, die tun das nicht wirklich. Ja. Und du hörst einen gewaltigen Unterschied, wenn ich die Vocals angereichert habe mit einer Bandsättigung. Das klingt ganz anders da. Ich verstehe. Ein ganz anderer Sound. Okay. Das ist eigentlich mein erster Arbeitsgang, wenn Vocals fertig und getuned sind, laufen sie einmal über die Bandmaschine, neue Spur erzeugt und dann arbeite ich erst damit. Eins der schönsten Geräte in deinem Studio, das so schön bunt blinkt. Ich habe sowas nicht. Das bin ich das schönste Gerät, oder? Ich sagte, das so schön bunt blinkt, ja, ist dein Mischpult. Und damit habe ich dich jetzt schon wieder herausgefordert, die Kamera umzubauen. Das wollte ich aber gar nicht. Was ist das genau für ein Mischpult und wie funktioniert das? Moment, ich sage dir das jetzt sofort. Ich stecke mir die Kamera. Kai baut nochmal die Kamera um. Ich fordere ihn zu viel. Was ich alles für euch umbaue hier, das ist der Hammer. Ich fordere dich zu viel, Kai, gell? Nein, aber ich finde das, ehrlich gesagt, finde ich das total supi, weil auch im Studio, es ist immer was zum Umbauen. Du baust immer irgendetwas um und das kann später, wenn der Mike Hofer da ist, der kann das einfach nur bestätigen. Ich schalte jetzt mal die Kamera um. Ja, und zack. So, da ist meine Avid, meine D-Control. Und soll ich dir was Schönes mal zeigen damit? Ja. Hast du mal Bock, was Geiles zu sehen? Ich habe immer Bock, was Geiles zu sehen. Wir machen einen Testlauf. Wir checken das Pult und nennen das Las Vegas. Bitteschön. Da fahren die Fader auf und ab. Zeig nochmal die Fader, die haben wir nur ganz kurz gesehen. Ja. Die fahren da rauf und runter. Ich fahre mal ein bisschen weiter weg, damit man das ganze Pult mal sieht. Weil das ist motorisierte ja Fader nennt man sowas. Konsole. Ist das cool? Das ist großes Kino. Also und dann ist alles da, auch die Remote für meinen 480er, mein RTW, alles was man braucht. Eine super präzise Meterbridge übrigens von Avid. Liebe ich total. Sehr präzise zum Ablesen. Und für mich ist halt das Schöne und auch das Wichtige vor allen Dingen, dass ich, so wir schalten die Kamera wieder um, dann kann ich wieder den Monitor draufsetzen. Also Thomas. Ja? Du musst mich heute ins Nachtgebet einschließen, so oft wie ich hier umgebaut habe. Ja. Deine Kollegin wird dich daran erinnern, gell? Lila wird mich erinnern. Aber sag, ich glaube, du hast die charmanteste Assistentin überhaupt. Habe ich lang gesucht. Lila. Ja. Lila wird heute noch so lieb sein und uns eure Fragen vorlesen. Ja. Kai, meine Frage an dich wäre jetzt nochmal gewesen. Das Mischpult, ist das analog, ist das digital, ist das Controller fürs Pro Tools? Zwei Sachen davon, was ist das genau? Das Pult ist... So. Aber Kai, also hören wir dich nicht ganz. Wir warten ja, noch mal jetzt kurz, jetzt aber bist wieder. Du wieder da. So, ich musste nur ganz kurz die Kamera wieder hinstellen. Mann, was ein Stress, ich schwitze hier, mehr wie in der Sauna. Pro Tools ist eine DAW, wenn man es ganz genau nimmt. DAW ist also eine Digital Audio Workstation. Genau. Sie macht eigentlich das 1:1, was ich im Pro Tools auch mit der Maus regeln könnte. Aber natürlich auch noch viel, viel mehr. Also ich habe hier auf der einen Seite habe ich meine ganzen Kanäle. Das heißt, wenn ich hier einen Regler schiebe, das ist alles automatisiert, dann passiert das im Pro Tools auch. Und er speichert das auch genauso ab. Mhm. Ich greife meine Parameter ein und das wird jetzt spannend.
Da oben sind die ganzen Augswege drauf. Und diese Augswege sind bei mir belegt. Zum Beispiel auf 1 ist der Precasti-Hall, der M7, das Gerät. Danach folgt der 480er. Was habe ich dann? Dann habe ich den Eventide drauf. Dann kommt ein Delay. Da kommt von TC Elektronik, genau sehe ich gerade. Und dann habe ich noch ein Halb-Plug-In. Ein Waves True Reverb. Und die habe ich da. Und ich gehe einfach, ich muss nicht überall draufklicken und irgendwelche Fenster aufmachen, sondern ich gehe ans Pult, drehe an dem Regler und dann regelt mir den Hall rein. Und mir hilft das auch sehr beim Mischen, weil ich vorne eigentlich sitze. Ich habe hier auch so meine beiden großen Monitore, jetzt gerade auch die Gosowskis ganz neu gekriegt. Mick Gosowski kennt man ja, ne? Ah, der Typ von Daft Punk? Von Daft Punk. Von Daft Punk und Madonna. Der hat Lautsprecher entwickelt, die habe ich hier als Hauptabhörer im Studio. Wow. Ey, der Hammer seit 2 Wochen. Und vorher hatte ich mir, gerade 4 Wochen vorher, habe ich mir die ATCs gekauft als Mastering-Lautsprecher, die 45er. Ja. Die klingen auch geil, aber seitdem ich die Gosowskis habe, klingen die wie ein Pappkarton. Also das ist eine Welt. Ich habe nie gedacht, ich habe vorher Dünn-Audio M2 gehabt, die ganzen Sachen. Also ich habe immer teure Monitore gehabt. Aber ich sitze gerade vom Pult. Das heißt, ich konzentriere mich immer erstmal im Mixing drauf, was ich höre. Dementsprechend fahre ich meine Regler. Und den Regler, den ich anfasse, habe ich zusätzlich gleichzeitig die EQ-Störung. Also wenn ich im Kanal einen EQ aktiviert habe und einen Kompressor oder einen Dynamic, dann habe ich einen direkten Zugriff von der Konsole direkt auf den Dynamics. Ich kann also dann den Threshold ändern, die Release, sagen, wie viel Kompression, will ich mehr Originalsignal reingemischt haben. Das kann ich alles machen, ohne mich dem Rechner zuzuwenden. Wie ist das denn mit Total Recall? Vorne, ich höre. Kai, wenn du später irgendwann deinen Mix wieder abrufen möchtest, sag mal ein halbes Jahr später, willst du den Mix wieder laden und ändern. Wenn man nur in einer DAW arbeitet, das ist ja super leicht, weil man macht einen Doppelklick und das Ding ist wieder genau da, wo man stehen geblieben ist. Genau so ist es hier auch. Genauso ist es hier auch, trotz der externen Geräte. Der regelt das sofort alles wieder hin. Es ist alles wieder da. Und meine Geräte laufen 1:1 mit. Dafür hat der Wolfgang von SMM gesorgt und der Michael und der Mike. Die haben dafür gesorgt, dass mein Mac, mein Pro Tools und die Control zusammen mit meinem Outboard-Equipment genau das Gleiche machen. Das heißt, ich sende gleichzeitig auch noch MIDI-Signal an jedes einzelne Gerät. Die werden eingestellt, der weiß genau, was gewesen ist, was ich von Hall hatte, was von Delay, was von Kompressor, welche Einstellung da war. Und dann läuft das wieder. Natürlich ein LA-3A, der hat jetzt keine Modifizierung, aber da weiß ich schon in der Regel immer, ich brauche bis 0 hoch und dann brauche ich eine gewisse Kompression und Feierabend. Ja. Das ist in einer Minute passiert, aber alles andere steht in Sekunden. Also bei mir ist es jetzt gerade zum Beispiel so, ich habe das neue Paso Doble Album gemacht, ich habe Mario De Luca, der Chef von Benetton, den habe ich sein neues Album letzte Woche gemacht. Ich mache meine aktuelle Single, ich habe den Love Parade Song gemacht, also sprich World Peace Parade Song. Nebenbei mache ich noch einen Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Also ich habe ja 8 Produktionen in der Woche auf dem Pult liegen. Entschuldige Kai, wenn ich dich unterbreche, du bist ja der offizielle Botschafter der Love Peace Parade, was die neue Love Parade ist. Ja, genau, der World Peace Parade. Ich bin zum Botschafter ernannt worden und spreche für die DJs weltweit. Am Weltfriedenstag, cool. Am 21. September in Berlin. Ah, großartig. Ja, da darf man auch nicht fehlen. Schöne Sache. Ja, es ist eine tolle Sache. Ich fühle mich auch sehr, sehr geehrt, vor allen Dingen auch den offiziellen Song gemacht zu haben dafür. Finde ich eine tolle Geschichte und macht mir viel Spaß, ist aber auch eine Verantwortung. Ja. Das glaube ich. Du hast vorher gerade von den Mike und den anderen Jungs von SMM gesprochen. SMM cool. Ist heute auch Teil dieser Aktion, ist heute unser Partner für Mutant Sessions. Cool. Und die haben nicht nur unser Studio gebaut hier in Salzburg, sondern sie haben auch dein Studio gebaut, ganz oder teilweise. Ja. Vielleicht magst du ganz kurz was zu SMM erzählen, denn der Mike ist so lieb, hat auch kurz sich für uns Zeit genommen. Den muss ich nur kurz reinholen, dafür brauche ich 2 Minuten oder 1 Minute. Ja. Vielleicht bist du kurz so lieb und erzählst, was SMM genau bei dir gemacht hat. SMM habe ich vor einigen Jahren kennengelernt und durch die Kompetenz, die diese Firma hat, haben wir uns auch sehr schnell angefreundet, weil die sind auf meine Bedürfnisse eingegangen, was ich wirklich in der Produktion brauche. Sei es mein neuer Mac, also den Mac auf den neuesten Stand. Ich arbeite sogar hier mit 2 49-Zöllern, mit so Curve-Monitoren an meinen Dingen, also mit richtig Leistung. Das macht ja alles mit. Ich habe tierische Festplatten, er ist schnell, er hat eine Anbindung, er wandelt von USB auf MATI. Das sind so viele Dinge, die er machen muss.
Und SMM ist halt einfach von Anfang an ein Partner gewesen, wo ich auch meine Träume sagen durfte. Also ich bin ein Mensch, der Vorstellung von der Produktion hat, der Vorstellung hat von einem Workflow. Für mich ist es wichtig, mich nicht so drauf konzentrieren, läuft jetzt die Technik, macht sie das, was ich will, sondern ich will einschalten und es läuft. Und das ist bei SMM halt seit vielen Jahren so, dass es einfach funktioniert. Sie machen nur Sachen mit mir hier, die wirklich in der Praxis funktionieren. Und sollte mal was nicht funktionieren, dann gibt es ein Anruf und dann ist ein Wolfgang, ein Mike oder ein Michael und wie auch immer sofort am Telefon, schalten sich auf per Fernwartung und regeln das. Und auch mein Pro Tools in den Updates, wie es konfiguriert wird, das macht SMM. Die sind Partner halt von Avid auch und machen den Vertrieb und da bin ich in den besten Händen. Ich riskiere nichts, weil du weißt selber, wie schnell es geht. Du hast einen neuen Rechner, spielst deine Software auf, dann ist sie auf einmal gar nicht für die Software-Version gedacht. Deine Treiber spinnen, es läuft nichts mehr. Und das ist ein super GAU im Tonstudio. Ja, und deshalb haben wir jetzt den Mike in der Leitung. Hallo Mike. Ja, cool. Hey Thomas, guten Abend. Hörst du mich gut? Wir hören dich bestens. Du bist jetzt in München, oder? Ich grüße natürlich nach Salzburg, einmal zum Thomas und einmal nach Frankfurt zum Kai. Mike, ihr habt das Studio vom Kai gebaut. Erzähl doch mal ein bisschen, was ihr da so gemacht habt. Also da gibt es natürlich einiges zu erzählen. Das Herzstück habt ihr ja schon beleuchtet, das ist die V-Control. Als Mischpult-Oberfläche steuert das die Pro Tools Software. Ihr habt ja vorher schon Fragen dazu gestellt. Vielleicht nochmal ganz kurz nur zu mir. Ich bin übrigens der gleiche Jahrgang, ich bin auch 52. Wie der Kai, ich arbeite mit dem Thomas und mit dem Kai seit unglaublich langen Zeiten zusammen. Wir haben seit 91 haben wir angefangen, ich sag mal, Studios zu modernisieren, Hightech, vor allem Computer, Workstations zu implementieren, zu integrieren. Ich mache das auch aus Leidenschaft und Passion, auch seit 30 Jahren. Was uns unterscheidet, SMM, erstmal 30 Jahre ist fast eine ziemlich strenge Zeit, lang. Und ich denke, wir haben uns auch, glaube ich, unseren guten Platz gefunden. Wir sind kein Online-Store, wir sind kein Ladengeschäft, sondern wir sind Partner. Wir sind Partner von Studios, wir sind Partner zum Beispiel von Foster Kent, wir sind Partner von DJ KC, arbeiten quasi im Alltag mit Profis, die Studios betreiben, egal ob sie jetzt eine technische Herausforderung haben, ob sie eine Problemstellung haben, die wir lösen müssen, oder eben ihr Studio modernisieren wollen. Und da kam der Kai auf uns zu und hat gesagt, Mensch Mike, wir wollen hier was Neues, ich möchte was Neues machen, ich möchte moderner sein, ich möchte schneller sein. Das ist, was wir sehr oft hören, intuitiv, einfach schnell Ideen umsetzen, Künstler kommen. Und da haben wir mit eben neuer Technik angesetzt, eben mit verschiedener Vernetzung der einzelnen Geräte. Das war ja, du hast vorher schon angesprochen, ne? Das Wichtigste ist, Mensch Kai, du kommst rein, machst einen Doppelklick, zack, es muss alles auf dem Punkt sein. Wie geht das? Da, man kann bestimmte Geräte eben nicht, ich sag mal, Total Recall implementieren, aber da, wo es geht, da machen wir sowas unter anderem und haben eben die Geräte eben angeschlossen, haben die Software so implementiert. Wir haben seinen Mac getuned, wir sind auch sehr, sehr spezialisiert auf das Tuning von Macs. Die sind seit 91 Apple-Partner und aus dem Kaiser M5.1er Mac Pro haben wir rausgeholt, was geht. Da ist ein riesen 249 Zoll Displays dran, wenn man sieht, was so ein 5.1 Mac Pro eigentlich so im Streetpreis kostet, ist relativ günstig. Man kann unglaublich viel rausholen, wenn man Prozessor-Upgrades macht, NVMe-Drives reinbaut, eben andere Grafikkarten. Ja, und so sind wir halt eigentlich die Partner von den Studios. Wir machen nicht einen Bauchladen auf und sagen, guck mal, das gibt's alles, das kann jeder heute gucken, da gibt's genügend Online-Stores. Da guckt man sich dann irgendwann zu Tode und kauft dann irgendwas und ist glücklich oder nicht. Das können sich die Profis halt alle nicht leisten, sondern die sagen, nee, wir wollen schon irgendwie einen Partner, der uns sagt, ist das richtig, das ist mein Problem, das ist meine Anforderung. Und dann kommen die Leute hier rein. Ich führe euch mal ganz kurz durch. Thomas, darf ich kurz? Ja, unbedingt. Dann zeige ich mal ganz kurz. Also es ist hier Freitagabend, es ist leer. Hier ist unser Café. Ich zeige euch mal ganz kurz. Hier sitzen dann die Kunden beim Käffchen, können rüber gucken in die Technik. Ich schwenke mal rüber. Da ist dann entsprechend der Servicetechnik. Dann gehen wir hier lang, da war ich gerade drin, das ist unser Demo-Studio, da haben wir entsprechend einfach auch ein paar Controller immer, hier ist eine Avid S6, auch ein Hardware-Controller, so wie der Kai eben hat, die D-Control, das ist übrigens die kleine, schicke Avid S1, ist quasi das, was ihr gesehen habt als Dickshift, nur in klein, kostet, glaube ich, um die 1300 Euro oder sowas,
kann man ein Tablet oben noch hinstellen. Super schickes Gerät, ist relativ neu. Hier ist eine S4 nochmal, so ein Flagship. Ja, da gehe ich nochmal kurz mit euch durch. Hier gehen wir rüber, Meetingraum, da haben wir so ein bisschen Besprechungen, wenn so Projektbesprechungen sind, mit irgendwie Plänen, dass ihr mal seht, wenn wir da Möbel planen oder Signalflüsse planen. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt rüberkommt vom Stream her, aber ich hoffe, es ist soweit halt halbwegs okay. Wir sehen das alles perfekt. Herzstück. Ja, da bauen wir eben, wie ihr seht, wir konfigurieren hier Controller, werden die Rahmen zusammengestellt, je nach Kundenwunsch. Wenn der Kai sagt, ich brauche noch ein paar Fader oder ich brauche da nochmal eine Modifikation. Wir haben auch analoge Schätzchen hier. Das ist ein Studer 962. Ist ein, zum Refurbischen hier gerade seht ihr, deshalb schaut es jetzt ein bisschen krude aus, weil die Regler alles fehlen. Das ist ein total geiles Pult für Vocal- und Sprachaufnahmen. Also die Mikrofonvorverstärker und auch die EQs machen einen Top-Job, was das betrifft. Und ja, so ein kleiner Run-Through. Da hinten drüben ist noch das Lager und jetzt drehe ich die Kamera wieder um. Zack, schon könnt ihr mich sehen. Und ja, hier ist tagsüber die Hölle los. Telefone klingeln und wir arbeiten eben für Bands, Musiker, Sounddesigner, alle, die irgendwie im Pro-Audio-Bereich tätig sind, unterstützen sie in ihrem Alltag bei allen Problemchen, bei allem, was sie haben wollen. Ja, und, Mike, ich sehe schon, ich war schon viel zu lang nicht mehr bei euch. Weil in letzter Zeit wart ihr immer nur bei uns und habt uns gerade den neuen Mac Pro gebracht, der mit einer Höllengeschwindigkeit dahin geht. Ich finde gar nicht so viel Plug-in, dass ich gleichzeitig so viel aufmachen kann, wie der gleichzeitig rechnen kann. Und vielen Dank auch, dass ihr die heutige Aktion unterstützt. An der Stelle wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Sehr gerne. Danke, dass ihr dabei seid. So, und jetzt kommt der wichtigste Part. Tschüss, Mike. Darf ich jetzt noch mal eins dazu sagen? Hast du die S6 und das alles gesehen, die S1? Und ey, das sind so geile Dinger, die da gerade bauen, Evid. Das ist so der Hammer. Und ich muss euch noch eins sagen. Moment, wir müssen ihn keinmal wieder nach vorne holen. Weil im Moment ja, dann holt mich mal nach vorne. Bitte schön, ich möchte wieder ins Bild. Hallo. Ja, aber wir kriegen dich gleich wieder ins Bild. Dafür gibt es hier bei Zoom ein schönes Tastaturkommando Spotlight Video. Da ist er. So. Was sagt er jetzt? Später hast du meine Stummschaltung aufheben. Mache ich jetzt einfach mal eher das Bild jetzt hier weg. Kandet, und das will ich natürlich nicht. So, dann drücken wir mal hier meine Stummschaltung aufheben und dann schalten wir wieder stumm. So, und dann ist es wieder gut. So, jetzt bin ich wieder drauf. Was ich noch sagen wollte, lieber Thomas. Ja. Der Mike ist ja so ein kleiner Tiefstapler. Also die sind wirklich führend. Ja, also Evid lässt da alles machen. Und die haben Isotope wie Genelec. Die sind alle dort und gehen rein und raus dort und machen viele Sachen. Und sie machen etwas, was für mich ganz spannend ist und auch in der Zukunft immer mehr relevant finden würde. Und ich glaube, jetzt viele User, die zuschauen, fangen jetzt das Nicken an. Was ist, wenn der Song fertig gemischt, gemastert ist? Heutzutage werden Videos mit Handys abgedreht, gemacht und getan, aber der Ton kommt in der Regel wieder aus dem Studio. Und Mike Hofer, die machen zusammen mit Evid momentan ganz, ganz massiv Dolby Atmos. Und das ist eine ganz wichtige Nummer, weil Dolby Atmos wird der Standard werden, selbst bei YouTube-Videos. Es wird überall Standard sein und es wird sehr wichtig sein, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Und der Mike hat relativ früh damit angefangen und seine Leute und können jetzt schon viel Information geben, richten auch viele Studios inzwischen damit ein. Und ich bin auch jetzt gerade auf dem Sprung Richtung Dolby Atmos. Gerade weil Evid das auch sehr geil umsetzt. Ja, für die, die noch gar nicht so genau wissen, was Dolby Atmos ist, kann man vielleicht auch kurz erklären. Früher hatten wir im Kino 5+1. Das heißt, wir haben 5 verschiedene Lautsprecher gehabt. Manche waren auch doppelt besetzt. Aber 5 verschiedene Signale, die man beim Mischen dann beschicken konnte. Ich schicke das Signal nach links vorne oder nach rechts hinten und so weiter. Das war 5+1. Ich glaube, später gab es dann noch 7+1. Und irgendwann haben sie gesagt, wir drehen das System um. Wir machen das ganze Kino voll mit Lautsprecher. Und wir sagen jedem Signal, wo es hingehört. Das heißt, kleine Kinos haben ein bisschen weniger Lautsprecher, große Kinos haben mehr Lautsprecher, aber das ist vollkommen egal, weil jedes Signal hat definiert, von wo kommt es denn. Es soll genau von rechts oben 340 Grad, so quasi, ja. Und das kommt jetzt immer mehr in die Musik, oder sagen wir mal so, Dolby Atmos
arbeitet hart dran, dass das nicht nur in den Kinos genutzt wird, das System, sondern dass es auch zum normalen Musikhören immer mehr genutzt wird. Auch mit Kopfhörern kann man Dolby Atmos hören. Und deshalb ein spannendes Thema und ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann nicht mehr Stereo hören, sondern Dolby Atmos unsere Musik hören, weil da natürlich... Ja, das ist ja prinzipiell schon, Thomas. Ganz andere Möglichkeiten. Wenn du jetzt mal in Auto schaust, selbst mein Auto hat inzwischen Dolby Digital und die ganzen Codierungen. Also ja. Du hast Frontlautsprecher selbst in einem normalen Soundsystem zu Hause. Die Leute haben alle irgendwelche Soundbars von Sonox und wie sie alle heißen. Es geht jetzt schon in die Richtung. Und nur das Cabrio-Fahren wird so schwierig. Weil man dann keine Boxen mehr von oben hat. Ja, das ist richtig. Oh, da kriegst du einen Kopfhörer dann auf. Lieber Kai. Okay, ich wollte das nur mal angerissen haben, weil ich das sehr spannend finde und ich denke vielleicht auch einige Leute. Lieber Kai, wollen wir mal den Leuten ein bisschen die Möglichkeit geben, ein paar Fragen zu stellen? Aber sehr, sehr gern. Da würde ich jetzt mal an die Lila übergeben. Hallo. Ach, Lila. Hallo, guten Abend. Was tut sich denn bei uns so im Chat? Bevor du loslegst, sage ich vielleicht noch einmal in den Chat. Das ist jetzt der Moment, wo ihr eure Fragen nochmal in den Chat schreiben könnt, die ihr an den Kai hat. Aber ich glaube, Lila, du hast schon ein paar erste Fragen. Ich habe eine allererste Frage, die kommt von Lions. Ich höre dich ganz leise nur. Womit überträgst du analoge Signale auf PC? PC oder Mac ist völlig egal. Das sind die Übertrager, die ich habe, also die Preamps. Also du musst dir das so vorstellen, die RME, die Mix-DCs, das sind immer 8 Vorverstärker. Es sind aber auch, ist es jedes Mal gleichzeitig 8 Eingänge, analog, dann digital gewandelt und zurück in den Rechner. Das ist praktisch über MADI, also USB, gehe ich im MADI. MADI ist ein Protokoll praktisch, wie die Soundkarten angesteuert werden, latenzfrei nach Möglichkeit. Und dann schicke ich ein analoges Signal aus dem Gerät, schicke ich praktisch in die digitalen Preamps, die noch analog sind im Eingang, schicke ich rein und der wandelt das dann, staucht das zusammen, wandelt es runter, rechnet es um und schickt es mir digital raus. Und dann kann ich nämlich entscheiden, 48 Kilohertz, 96, 192, je nachdem, wie hoch ich auflösen möchte. Das ist dann der Weg. Also du kannst es im Endeffekt mit jeder guten Soundkarte machen. Also wenn du eine RME hast oder eine, was gibt's noch, UAD. Du kannst es mit jeder guten Soundkarte eigentlich machen. Cool. Lila, haben wir neue Fragen? Ja, ich habe hier eine Frage, die habe ich hier auch schon öfter gelesen. Hier wollen die Leute wissen, wie viel dein Studio gekostet hat. Die Fragen, die man A nicht weiß und B auch gar nicht beantworten will, Kai. Was hat dein Studio gekostet? Man muss schon ehrlich sein. Ich meine, es sind ja auch viele Fachleute hier, die gucken. Ich meine, dass das hier keine 3,50 Euro kostet, ist auch klar. Das haben wir uns auch über viele Jahre erarbeitet. Also hier stehen, gut, wenn ich tief stapel, stehen hier 400.000. Ja, das... Wenn ich tief stapel, aber dann stapel ich tief. Ja, ich glaube, es ist auch extrem schwierig einzuschätzen bei den ganzen analogen Kisten. Die kriegt man ja neu gar nicht mehr zu kaufen. Nein, LA2A ist sowas. Um das an, was sie damals gekostet haben, oder sagt man, die sind heute nicht mehr so viel wert oder sogar viel mehr wert, das ist schwer einzuschätzen. Die sind mehr wert. Das ist das Problem. Ich sehe das halt, dass die Geräte extrem wertvoll sind. Gerade so ein LA2A, LA3A, das sind natürlich Sachen, die sind, oder auch 1176er Blue Channels, habe ich 2 Stück da oben. Ich kriege übrigens jetzt nächste Woche noch einen zweiten LA2A, weil ich oft auch Duos habe mit 2 Lead Voices und da brauche ich die Kiste. Okay. Und deswegen kriege ich Gott sei Dank nach Jahren, die ich gesucht habe, einen zweiten LA2A von Teletronics. Die Kisten sind viel mehr wert wie vorher. Das ist einfach so. Und aber wie gesagt, wir reden hier über den Super-GAU, den ich mir ausgerechnet habe, was passieren würde. Nehmen wir an, mein Haus würde jetzt hier abbrennen und das ganze Studio wäre weg. Also müsste ich mindestens 400.000 wieder anlegen, damit ich genauso weitermachen könnte. Tja, dann hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Lila, nein, das passiert nicht. Noch was? Ja, jemand möchte wissen, was Bandsättigung bedeutet. Bandsättigung. Magst du das erklären, Kai? Dein Bild ist leider eingefroren, aber wir hören dich noch sehr gut. Die Audioverbindung steht. Ja. Ist vielleicht sollte man dann nochmal kurz die Zoom-Verbindung du nochmal auflegen und neu reinlegen. Aber wir hören dich. Magst du erklären, was Bands... Oder soll ich... Mach mal Folgendes. Du
Wählst dich neu kurz ein, leg einmal in Zoom bitte kurz auf und wähl dich neu ein und die Frage beantworte okay, ich dann mal was Bandsättigung. Ich höre, was du sagst. So, dann legen wir einmal kurz auf. Wir kommen ja hoffentlich gleich wieder rein, liebe Leute. Hören tun wir dich eh, aber dann würde ich mal kurz übernehmen, ja? Zu erklären, was Bandsättigung bedeutet. Mach das bitte. Letztendlich, wenn wir in der digitalen Welt sind, jetzt müssen wir das hier nochmal wegnehmen. Wenn wir in der digitalen Welt sind, dann steuern wir höher aus und höher aus. Aber sobald wir auch nur einen Millimeter über die Null drüber gehen, übersteuert das. Und das klingt nicht schön. Digitales Übersteuern ist grauenvoll. Das will man nicht haben. Ganz anders ist es beim Analogen. Irgendwann, wenn man anfängt zu übersteuern, setzt etwas ein und das nennt sich Bandsättigung, eine Art der Kompression, die aber eine angenehme ist. Deshalb gerade bei Rockproduktionen, bei E-Gitarren, bei Schlagzeugsounds hat man gerne die Aussteuerung ein bisschen extremer gemacht, dass man nicht so brav im weißen Bereich oder im grünen Bereich geblieben ist, sondern bewusst in den roten reingegangen ist, weil so analoge Verzerrung was Schönes hat. Und da spricht man eben von der Bandsättigung. Das ist genau der Sound, den das Analoge ausmacht, den man mit dem Digitalen zwar mit irgendwelchen Plugins simulieren kann, aber die meisten, die mit analogen Geräten arbeiten, schwören drauf, dass das, was die Plugins machen, nicht so gut ist, wie das, was ihre analogen Geräte machen. So, Kai, hören tust du uns ja noch? Nein, wir hören ihn auch nicht mehr. Lila, haben wir denn noch eine Frage? Ja. Sven möchte wissen, wie genau sind die ganzen Effekte im Rack verkabelt, beziehungsweise wie ist der Kabelverlauf? Was muss man bei so einer komplexen Verkabelung beachten? Okay, Kai ist gerade nicht da, so. Aber wir hören dich. Kai, hörst du uns denn? Dann gehen wir mal auf YouTube. Okay, vielleicht eine andere Frage in der Zwischenzeit. Ja. Thomas, welches Mikrofon würdest du für tiefe Stimmen empfehlen? Für tiefe Stimmen? Erstmal glaube ich nicht, dass man für tiefe Stimmen ein anderes Mikrofon verwendet als für hohe Stimmen. Aber ich muss dazu sagen, ich bin auch nicht der große Spezialist, wenn es um Mikrofone geht, weil wir haben das Soundfield, ein extrem hochwertiges Mikrofon. Wir nehmen fast für alles das Soundfield, ja. Und deshalb gehöre ich nicht zu den Menschen, die 20 Mikrofone haben und sich bei jedem Signal, das sie aufnehmen, viel Gedanken machen, welches sie hernehmen. Jetzt scheint es tatsächlich so, dass wir die Verbindung zum Kai... Aber Kai, hören tust du uns, oder? Gut. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Tja. Gibt es denn in der Zwischenzeit eine Frage an mich, solange bis wir den Kai wieder haben? Ich habe hier noch eine Frage. Was empfiehlst du Amateuren, wenn es um den Studioaufbau geht? Was empfiehlst du Amateuren, wenn es um den Studioaufbau geht? Ich glaube, wenn es um den Studioaufbau geht. Also ich nehme an, ich verstehe die Frage so, was ist, wenn es darum geht, ein neues Studio zu bauen? Ich glaube, das Wichtigste ist einmal, dass man einen Computer mit einer DAW hat, mit der man sich wohlfühlt. Das ist mal die Zentrale. Die wenigsten denken heute noch über ein analoges Mischpult nach. Und es gibt auch nicht mehr wirklich einen Grund, das zu machen. Das einzige Thema ist, dass man einen latenzfreien Kopfhörermix braucht. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Aber ansonsten kann man eigentlich eine schon lange komplette Produktionen in der DAW, in Logic, in Ableton, in FL Studio oder welchem Programm auch immer machen. Und von da weg geht man jetzt langsam nach außen. Will ich mit dem Mikrofon was aufnehmen? Naja, dann muss ich mir Gedanken machen über ein gutes Mikrofon, über den passenden Eingangsverstärker und über die richtigen Wandler, die ich dafür brauche. Die Wandler brauche ich sowieso, um einen guten Sound auf meinen Kopfhörer oder Lautsprechern zu haben. Das, was ein Studio teuer macht, sind eigentlich längst nicht mehr die Geräte, mit denen man arbeitet, weil so ein Computer kriegt man ab 1.000, 2.000 Euro, kann man schon vernünftige Produktionen machen. Und so ein Computerprogramm irgendwo bei 500 Euro und man ist eigentlich schon dabei. Das, was ein Studio teuer macht, ist eine gute Abhöre. Denn bei einer guten Abhöre geht es ja nicht nur darum, gute Boxen zu kaufen und die reinzustellen, sondern bei einer guten Abhöre geht es vor allen Dingen darum, auch die Raumakustik so zu machen,
dass man gut arbeiten kann. Und wenn es um Raumakustik geht, wenn es wirklich darum geht, ein Studio zu bauen, so wie das hier ist, Raum in Raum gebaut, damit man auch in der Nacht keine Probleme hat mit Lärm nach außen, Lärm von außen und so weiter, da wird es richtig teuer. Viele Informationen zu genau dieser Frage findet ihr auf meiner Homepage thomasfostermusikproduktion.com. Da habe ich aufgestellt, welche Mikrofone, welche AD-Wendler, welche Computer, was ist der Vorteil, welcher DAW und so weiter. Schaut euch das mal an. So, jetzt würde ich mich aber kurz mal wieder dem Thema Kai widmen. Lieber Kai, hörst du mich denn? Sonst zeige ich euch mal kurz, was ihr das nächste Mal bei Mute Gen Sessions findet. Und versuch so lange eine Verbindung zum Kai zu finden. Habt ihr euch immer schon mal gefragt, wie arbeiten erfolgreiche Produzenten? Mit welchen Programmen bzw. welchen Plugins? Starten sie mit dem Beat, mit einer Klavierspur oder etwas anderem? Entsteht der Mix während des Arrangierens oder ist der Mixdown ein eigener Prozess? Wie werden Stimmen bearbeitet, damit sie perfekt im Mix sitzen? Wird der Track vom Produzenten selber gemastert oder wird der Mix nochmal an ein externes Mastering-Studio weitergegeben? Mein Name ist Thomas Foster und all diesen Fragen widmen wir uns am 26. Juni in der dritten Folge von MuteGent Sessions in Kooperation mit den Zeitschriften Keys und Recording Magazin und diesmal auch mit dem Musikgeschäft Kiwi Music aus Salzburg. Unser Gast am 26. Juni wird Markus Binapfel sein, den die meisten Techno-Freaks unter dem Namen Kaiser Susai oder wie er seinen Namen selber gern ausspricht, Kaiser Soße kennen. Markus lebt davon, als DJ seine eigenen Techno-Produktionen aufzulegen. Er ist als DJ mit seiner Musik bereits in großen Clubs in über 40 Ländern und damit auf jeden Kontinenten aufgetreten. Früher war er ein Teil von Big World Entertainment, die für die Hermes House Band und viele andere Pop-Trash-Produktionen, wie er es selber gerne nennt, mehrfach Gold und Platin bekommen haben. Doch heute produziert er nur noch seine eigene Musik und macht das mittlerweile mit der Software Bitwig Studios, von der ich selber ein großer Fan bin. Am Freitag, den 26.05. um 20 Uhr, wird er live für uns eine seiner aktuellen Produktionen öffnen und uns genau zeigen, wie er arbeitet und welche Tools er verwendet, um seinen Sound zu kreieren. Und ihr könnt live dabei sein und über den Chat eure Fragen direkt an Markus stellen. Verpasst das nicht, Mute Sessions, Freitag 20 Uhr, live auf meinem YouTube-Channel Thomas Foster Musikproduktion. Ich freue mich auf euch, bis dahin immer kreativ und vor allen Dingen gesund bleiben. Cheers! So, es tut mir leid, dass wir heute so ein bisschen technische Probleme haben. Das gehört scheinbar ein bisschen dazu. Wir versuchen jetzt gerade die Verbindung mit dem Kai wiederherzustellen. Und da scheint das schon zu sein. Jetzt sollte das Bild wieder da sein. Moment, Kai. Da ist er. Und wie schaut es mit dem Ton aus, Kai? Kai, hörst du mich? Gut. Und da bin ich auch wieder. So, jetzt geht's nahtlos weiter. Kall mal Troppe. Ja, man muss eins dazu sagen, wenn die ARD so etwas macht, dann hat die noch ein bisschen mehr beim Technik Compris am Start. Hat das schon mal gegeben. 10 Minuten kein Bild, kein Ton, kein gar nichts. Und selbst denen passiert sowas. Also, was will man mehr? Liebe Lila, wir haben an den Kai vorher eine Frage, die ich nicht so mit den Mikrofonen. Hast du die noch zur Hand? Ja, die habe ich noch hier. Sven möchte gerne wissen, wie genau sind die ganzen Effekte im Rack verkabelt, beziehungsweise wie ist der Kabelverlauf? Also nein, das war sehr leise von der Lila. Ich höre sie ganz leise hier nur. Okay, ja, ich wiederhole sie nochmal. Wie sind die Effekte verkabelt, wie sind die Geräte verkabelt, wie ist da der Kabelverlauf bei den ganzen Geräten? Also ich habe natürlich erstmal intern, das ist klar, Mikrofone laufen vom Aufnahmeraum drüben, laufen die hier rüber in die Preamps, die kann ich aufsplitten, also ich habe dann auch eine Patchbay. Dann kann ich entscheiden, welchen Preamp ich nehme zum Aufnehmen. Das geht dort weiter dann in die Mix-Desis, von denen wir vorhin schon gesprochen haben. Und die schicken es dann in den Rechner.
wandeln es und schicken es in den Rechner. Und mit den Effektgeräten ist es genauso. Die sind komplett durchgekabelt, in-out. Das heißt, ich habe meine 48 Eingänge und habe, glaube ich, 72 Ausgänge. Das heißt, ich schicke einen Ausgang vom Pro Tools auf einen gewissen Kanal. Der speist dann ein gewisses Gerät und das schicke ich über einen gewissen Kanal über die MixDCs praktisch wieder rein. Rein, raus, also im Endeffekt nichts anderes, da wie man das früher auch mit einer Insert-Konsole gemacht hat, mit einem analogen Mischpult. Da hat man halt riesen Patch-Space gehabt. Heute kann ich das alles digital machen. Sowas wie eine Patch-Bay gibt es dann bei dir gar nicht mehr, oder? Patch-Bay ist im Endeffekt, du arbeitest ja mit IOs. Also das heißt, Pro Tools hat IOs, also viele andere Programme auch. Das heißt, ich klicke mein Plugin in die Kanäle rein, wie ein Plugin einfach. Nämlich meine analogen Geräte über IO, dann gehe ich auf Insert und dann sage ich einfach, ich möchte hier den LA2A drauf haben auf der Stimme. Hier möchte ich ein bisschen Lexikon haben, entweder auf dem Bus oder auf dem Kanal. Und so ist das auch mit den Preamps und auch mit den Equalizern komplett, dass ich die einfach direkt I.O. anlegen kann. Das ist im Pro Tools eingestellt, das hat SMM ja alles programmiert, alle Geräte. Und dann sind die da und dann kann ich entscheiden, wo ich was hinhaben möchte. Mit einem Tastendruck. Fein. Lila, haben wir noch eine Frage, bevor wir weitergehen? Ja, ich habe hier noch eine Frage. Weniger ist mehr. Könntest du auch einen Hit schreiben und aufnehmen mit nur einem Equipment von 500 Euro? Oh ja, das ist eine sehr gute Frage und auch vor allen Dingen eine sehr wichtige Frage. Ich denke, das ist meine Meinung, ein Equipment macht noch lange keinen Hit. Ein Equipment sorgt dafür, dass ich mich wohlfühle. Meine eigene Einstellung ist halt, ich hole gern an vielen Dingen was raus, aber ein Hit ist ein Hit und der kann mit einem Laptop, einem PC, einem MacBook, egal mit was auch immer, kann ja entstehen, wenn die Idee zündet ist, die Mello gut ist, die Texte gut sind. Ein Hit ist ein Hit und vielleicht mag es technisch nicht so, vielleicht so hoch aufgelöst klingen, aber wenn etwas ein Hit wird, dann gehen die Plattenfirmen sowieso in der Regel her und sagen, hier Farbbinde Stamps oder Spuren raus, wir geben das nochmal ins Studio und pimpen das noch ein bisschen. Aber wie gesagt, mit 500 Euro mache ich genauso einen Hit. Ich kann auch mit dem Handy heute einen Hit machen, also das spielt jetzt wirklich keine Rolle. Das Equipment ist nur für mich persönlich wichtig, viel arbeiten zu können, präzise arbeiten zu können. Mit Sicherheit auch ein bisschen verliebt auch in mein Equipment, das ist ganz klar. Aber ich mache halt auch sehr viel Industrieshops für große Plattenfirmen, für Unternehmen, die Videos machen und so weiter. Und da ist es einfach die Grundvoraussetzung, die ich hier habe. Ja, ich bin voll bei dir. Ich sitze manchmal im Flieger und fange aus Langeweile an, das Ableton oder das Bitwig aufzumachen und fange an, rumzuspielen. Und was man dann oft gerade aus der Not heraus, dass man nicht sein fettes Studio hat und tausend Möglichkeiten hat, sondern man hat nur sich und die DAW und fängt da an, rumzuspielen. Und da kommen teilweise so coole Sachen raus, dass ich denke, eigentlich braucht man den ganzen Krempel gar nicht. Nein, du hast ja auch so ganz witzig. Am Ende geht es um die Kreativität. Du hast mal ganz witzig gezeigt in dem Video mit Billy King. Mit den Tönen, ne? Für die Tonhöhen beim Einsingen, das ist ja wichtig, ja. Und da hast du so ein kleines Keyboard und du nimmst einfach dein Handy mit der App und spielst es ab. Ich meine, du hast vor dir ein richtiges Keyboard stehen. Es ist ein Tastendruck mit einem Plugin und dann hast du einen Flügel drauf liegen, ja. Aber darf ich einen bösen Satz loswerden? Ich liebe böse Sätze. Ich finde, mit Ableton puzzelt man und mit Pro Tools produziert man. Entschuldigung, der musste ich loswerden. Das ist so ein T-Shirt-Spruch, oder? Meine Arrangeure mussten sich das schon mehrmals von mir anhören. Ja, und was ist dann mit FL Studio? Bitte? Was ist dann mit FL Studio? Was ist das? Ach so, das ist das. Das ist da die Sandkiste. Martin Garrix da mit der gekrackten Version den Hit gemacht hat. Also, das ist dann da die Sandkiste. Da kann man die Frage auch nochmal beantworten. Es gibt Leute, die haben gar kein Pfennig-Geld ausgegeben. Weil die haben sich einfach illegal runtergeladen und machen mit Animals einen Mega-Hit, zeigen noch ein Video, wie sie es gemacht haben, wo dann steht, wo die Software gekrackt ist. Also das ist schon heftig. Also Entschuldigung, ich finde den Titel toll. Ja, aber ich finde es super, weil am Ende geht es um die Kreativität. Das ist ganz wichtig. Und ich finde es eigentlich was Gutes, dass es nicht mehr so ist, dass nur noch Leute mit fetten Studios tolle Sachen machen können, sondern dass jeder eigentlich
mehr oder weniger dieselben Möglichkeiten. Wenn du teilweise siehst, was hier im Studio ankommt von jungen Produzenten, die zu Hause wirklich am Mac sitzen mit ihrem Programm, mir das rüberschicken, weil sie sagen, kannst du bitte das fertig machen mit deinen Geräten? Aber das klingt teilweise so toll schon, wo ich immer sage, ja, ich mach's dir schon ein bisschen fetter, ich master dir das auch. Aber das sind teilweise klingen die Sachen einfach richtig gut, weil die Leute, und das ist das Entscheidende, ein mega gutes Gehör haben. Und es gibt ja tolle Plugins, also zum Beispiel, nimm mal Isotope, ne? Das Ozone 8, das ist ein Mastering-Tool. Früher hast du ein Mastering-Studio gebraucht, der, wenn ich denke, Glenn Miller heißt der in Zürich, bei dem war ich im Mastering-Studio, habe früher Sachen mastern lassen in Zürich. Da stand da unten eine Neve 6-Kanal-Mastering-Konsole, die Dünn-Audio in der Wand eingelassen, ganz spezielle Kompressoren und EQs. Der hatte da auch eine Viertelmillion da unten stehen, nur um Mastering zu machen. Und wenn ich heute gucke, ich nehme manchmal einfach nur das Isotope, ja, dieses Ozone 8, haut das auf die Summe, das macht so tolle Sachen, der hat auch so einen Assistenten drin, also wirklich, wenn deine Ohren zu sind und du hast gar keine Idee, wie es klingen soll, drück einfach mal auf den Assistenten, gib eine Referenz als Vorgabe, misch 2-3 analoge Geräte noch von dir drunter, mach ein L2 von Waves als Limiter oben drauf und du bist fertig. Das ist das Tolle an dem Isotope. Ich weiß es ganz gut, weil ich habe gerade ein Tutorial dafür gemacht. Ein mehrteiliges zu der aktuellen Version von Isotope. Und da kannst du wirklich sagen, schau mal, das sind 2-3 Tracks, die mir gefallen. So will ich klingen. Schau mal, was du mit meinem Track machen kannst oder musst, um dich da anzunähern. Und es ist echt faszinierend, was man da machen kann. Ist auch nicht ganz günstig, das Isotope. Ja, aber was heißt günstig? Überleg dir mal, du müsstest die Kisten jetzt im Vergleich kaufen. Zum Mastering-Studio. Die Kisten kaufen, die das alles machen. Wir reden hier vom Multiband-Dynamic. Also dann brauchst du hier was Richtiges. Du brauchst noch ein Mastering-EQ. Du willst einen Kompressor-Limiter davor haben. Wenn es geht, noch einen Exciter, einen Breitmacher. Den willst du haben. Und dann willst du noch einen Kompressor-Limiter hinten nochmal drauf haben. Im Outboard bist du 20-30.000 Minimum los. Ja, geh fünfmal ins Mastering-Studio und du hast dasselbe Geld ausgegeben, wie wenn du dir das Plugin kaufst. Es ist manchmal, und es ist auch schön, wenn man selber mal die Finger dran hat. Lieber Kai, wir haben versprochen, dass wir heute noch ein bisschen in deine Produktion reinschauen dürfen, dein Pro Tools anschauen dürfen. Und zwar hast du eine konkrete Produktion für uns vorbereitet. Into My Brain. Das bin ich froh, dass ich mir gemerkt habe. Die DJ KC, featuring Mario Lopez. Ja, das ist richtig. Das ist eine alte Nummer von Mario Lopez. Der hat die in den 90ern gemacht. Die war gar nicht so der Hit, weil die andere Nummer, die er gemacht hat, die war viel größer. Und irgendwann kam Norm Friedrich auf mich zu, der Promoter, der also DJ und Radio Promotion macht, und sagte, hey Leute, macht den Song neu. Und er hatte dann auch schon mit dem Reinhard Piel von A45 Records gesprochen. Ja, mach die Nummer. Und mit DJ KC, cool, machen wir. Und jetzt haben wir halt eine DJ KC featuring Mario Lopez gemacht, Into My Brain. Die normale Version, so wie ich sie gemacht habe, habe ich schon einige Mal jetzt in meinem Livestreams gebracht, in meinem Live-Set. Und die Woche habe ich jetzt zusammen mit Thorsten Rother und mit Bernd Waldstedt, mit den beiden arbeite ich sehr, sehr viel hier im Studio und sehr intensiv, haben wir jetzt den KC's Sidetrance Remix gemacht. Und der ist noch in Arbeit, der ist also noch nicht gemastert. Ihr seht jetzt nur im Pro Tools gleich, wenn ich umschalte. Ich schalte schon mal um vielleicht, oder? Mal gucken, wo habe ich Pro Tools? Jetzt müsste ich doch gleich Pro Tools haben. Moment. Da ist Pro Tools. Ja, wir sehen es. So sieht das bei mir aus. Ich zeige euch das mal so ein bisschen. Das sind hier so meine Spuren. Ich habe, also hier oben sehen wir die Voice, die Stimme. Ich gehe das jetzt einfach mal mit euch ein bisschen durch. Hier habe ich meine Bassdrum sitzen, also meine Kick. Dann kommen die Claps, dann kommen die Hi-Hats, die Toms. Toms im Break, das sind ganz anders da. Dann habe ich noch so metallischen Hi-Hat-Laufen mit ein bisschen Snare auch drin, also total abgefahren. Ein Riser, dann noch ein paar Effekte. Kai, wollen wir mal in die einzelnen Spuren reinhören, dann kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. Dann fangen wir mal mit der Kick an. Bestens. Sehen wir die Kick auch? Ah, da oben ist die Kick. Das ist die Kick. Die läuft jetzt auch im Cycle, wenn ich jetzt nochmal drauf drücke. Wo kommt die her, die Kick? Mit was habe ich die gemacht? Bei dir geklaut. Nein, ich habe sie nicht geklaut. Man muss es bei dir nicht klauen, das ist das Schöne. Man kann sie bei dir einfach regulär runterladen. Auf deiner Seite. Und ich finde das immer ganz geil. Mutant.com, die ist immer offen, oder?
Darf ich das mal zeigen? Stört das, wenn ich das jetzt mache? Na, zeig ruhig, finde ich spannend. Okay. Ich habe hier, ich kann hier festlegen, was ich machen will. Ihr meldet euch einfach nur an. Ich glaube, wir sehen gerade nicht, was du machst. Wir haben einen schwarzen Screen echt von dir. Jetzt? Echt jetzt? Ja. Nö, oder? Rechts ist ein weißer Streifen. Also ich krieg schon ein Bild von dir. Ah, na, der weiße Streifen hat nichts mit dir zu tun, sehe ich gerade. Okay. Okay. Na, sonst geh nochmal auf die... Ich mach nochmal weg. Das ist mein Pro Tools. Ich schalte nochmal um. So. Ja. Pro Tools ist da. Und hier schalten wir mal ganz normal auf meine normale Kamera. Die ist dann auch da. Dann schaut man wieder auf Pro Tools. So, jetzt müsste es eigentlich kommen. Okay. So. Und jetzt mache ich ihn ja nochmal auf. Und ah, der will das nicht. Der will das in der Kamera nicht zeigen. Jetzt haben wir es. So, jetzt haben wir es. Gut. Pass auf, hier gehe ich einfach auf Beats. Ich bin ja faul und ihr habt das super geil gemacht. Also ich gehe auf Beats und dann lege ich entweder das Tempo fest und gehe das Ganze durch. Ich lasse mir aber die Sachen sehr oft offen. Ich sag dir auch wieso. Pro Tools hat ja die Eigenschaft, dass Pro Tools das natürlich auch in alle Geschwindigkeiten zieht, wie es braucht. Und wenn ich jetzt irgendwas habe, was ich haben will, höre ich da rein und sage, oh, das ist geil. Und da höre ich so ein Electric Clap. Hören wir ja, jetzt nicht, aber man würde es normal so, hören. Pass ja. auf, ich nehme jetzt zum Beispiel diesen Electric Clap, lade ihn jetzt schnell hier runter. Bapp ist er. Ich höre ihn jetzt schon über iTunes, ich beende das mal. So, ja, ist ja gut. Dann machen wir mal dieses... Da ist er. So, und dann haben wir das. Jetzt sind wir wieder schwarz. So, jetzt durften wir gleich, durftest du mich wieder sehen. Und, siehst du mich? Ja. Ja, nicht dich, aber Sport. Ja, das wollen wir ja sehen. Ich habe das schon genug gesehen heute. Also ich gehe in meine Downloads, dann hat er es runtergeladen. Und dann ist das einfach so. Siehst du, ich habe mir heute Mittag auch schon was geladen von dir, wie du siehst. Und dann sehe ich das hier. Das ist ja unglaublich. Dann gehe ich jetzt im Pro Tools hin, dann habe ich hier oben, so ist auch mal für euch vielleicht zu sehen, wie man damit arbeitet. Ich zeige euch das erstmal. Hier oben steht jetzt meine Geschwindigkeit, 142 BPM pro Minute. So, und dann will ich das Ganze natürlich importieren. Dann drücke ich hier meine Workspace und drücke drauf. Und dann hole ich mir das. Ja, und dann kann ich hier gucken, wo das ist. Ich muss jetzt einfach mal gucken, wo finde ich jetzt eigentlich meine Libraries, Kategorie User. Müsste ich eigentlich hier hinkommen? Dokumente? Nee, Desktop, auch nicht. Na, wo komme ich jetzt wieder auf das Ding? Weil ich arbeite normalerweise anders darum und weil ich jetzt nur einen Monitor habe. Weil ich vor ja, das ist immer der Vorführeffekt, wenn dann Leute zuschauen und dann hat man ja, weniger Möglichkeiten. Und deswegen bin ich dann etwas, zack. So, jetzt müsst ihr es aber gleich anzeigen, Kategorien. So, auf jeden Fall habe ich es jetzt reingeholt. Jetzt habe ich den Clap hier schon mal drin, den ich vorhin gezogen habe. Den hörst du jetzt hier, den machen wir jetzt mal an. Der ist total schräg, nur den Clap. Na? Der ist von dir und der war 135 Grad und jetzt ist er 142 schon. Ich hatte den schon geschnitten vorhin an Vierteltakt. Du kannst das alles einstellen. Ich habe das jetzt einfach mal ein bisschen abgekürzt, weil die Leute wollen jetzt nicht sehen, wie ich drei Stunden an einer Clap arbeite. Und dann habe ich sie eingesetzt. Aber ich muss sagen, zu der Seite von dir, das ist mega. Wir haben vorhin gerade deine Kollegin Lila, heißt sie, ne? Lila. Ja, genau, Lida. Ja, bitte. Lida hat vorhin gerade die Frage erwähnt gehabt, Leute mit einem schmalen Budget. Und das, was ihr gemacht habt, ist genau für diese Menschen, die anfangen, die auch kein Geld haben, irgendwas zu kaufen und die sich einfach dort mal bedienen können, um ihre Ideen freien Lauf zu machen. Finde ich eine ganz riesen Aktion von euch, sowas zu machen. Und selbst ich, der Tausende von Loops hat. Ich gehe sehr gern bei euch einfach drauf, weil die Sachen klingen sehr geil, die ihr macht. Die sind sehr hochwertig und ich finde immer was. Und also eine tolle Geschichte, wollte ich euch nur mal sagen. Also in vielen Produktionen bist du von mir schon verewigt. Ich werde ganz oft gefragt, entschuldige Kai, wenn ich das ganz kurz einwerfe. Ich werde ganz oft gefragt, sind denn diese Sachen überhaupt legal oder ist das irgendwie gefährlich? Alles, was wir da hochgeladen haben, ist extra für Mutant aufgenommen, extra für Mutant produziert. Das heißt, ihr könnt das für eure Produktionen gratis verwenden. Einfach auf Mutant.com gehen und die Sachen downloaden und für eure Produktionen verwenden. Und ihr braucht keine Angst haben, ihr könnt die Sachen
auf iTunes, auf Spotify, überall releasen. Ja, man darf es praktisch veröffentlichen einfach hier. Du gibst den Menschen die Freigabe, dass man... Aber ich wusste nicht, dass du, ich wusste nicht, dass du MuteGen verwendest. Das freut mich natürlich sehr. Darf ich dir sagen, dass ich dich heimlich auch stalke, weil ich deine Sachen gut finde? Auch Billy King habe ich gesehen letztes Mal. Ich habe mir das komplett 2-3 Mal angeguckt, weil ich es auch für mich als ausführender Produzent, der genauso wie Billy oder du jeden Tag im Studio sitzt, aber so viel interessante News auch bekommt oder auch bestätigt wird in vielen Arbeiten, die man tut. Ich mache vielleicht mehr in dem elektronischen Bereich, aber Produktion ist Produktion. Ob das ein Jingle ist, ob das Rock, ob das Schlager ist, wie Billy King mit Helene Fischer oder irgendetwas. Es ist einfach das Gleiche. Aber Kai, darf ich dazu etwas sagen? Von dir werde ich gerne gesagt. Dankeschön. So, jetzt wollen wir ein bisschen wieder in deiner Produktion weitergehen. Okay, wir brauchen natürlich einen Bass. Wir haben eine Sidetrance-Nummer gemacht. Und da ist es so, also ich habe hier auch vom Groove, hört ihr das, einen Triolen-Beat. Also das heißt eine Triole, nicht ganz normal 1, 2, 3, 4 gespielt. Und deswegen wirkt die Nummer auch mit 142 BPM eigentlich gemütlich langsam. Jetzt lasse ich euch einfach mal den Basslauf spielen. Das ist der Bass. Das können wir mal mit der Kick zusammenhören. Und jetzt nehmen wir nochmal die Mutant Clap einfach mit dazu, würde ich sagen. So, dann haben wir die. Ja! So, damit steige ich ein. Das ist so das Intro, auf Deutsch gesagt, wo der DJ dann einsteigen darf und darf der DJ dann erstmal reinmixen. Also ist, glaube ich, auch der einzige Punkt, wo er mixen kann, weil in der Triole zu mixen für den DJ ist schon schwierig, das weiß ich auch. Die DJs, die jetzt zugucken, sagen ja, mindestens weiß er, dass er uns da eine Falle stellt. Aber ich finde die Nummer einfach cooler so. Ist ja nur ein Remix, gibt eine normale auch, ja. Dann habt ihr einen Viervierteltakt. Da könnt ihr mixen, bis der Arzt kommt. Okay, und dann hast du natürlich auch so Effekte. Die sind natürlich auch ganz wichtig. Hier haben wir mal so einen Effekt. Den finde ich total geil. Achtung. Yes, baby. Und dann haben wir noch so ein Asset. Wo kommt sowas mit dieser Soundeffekt her? Den habe ich jetzt, also du hast ja auch viele Sachen, da habe ich auch viele gefunden. Hier, den habe ich jetzt, Native Instruments. Also ich habe hier, ich kann ja mal zeigen, was ich so an Instrumenten verwende am Arbeiten. Also ich bin nicht nur eine Analogschleuder, ja? Also wir haben auch ganz viele digitale Sachen. Also gehen wir mal aufs Mischpult. So, und jetzt gehe ich mal auf den Instrumentkanal. Und zum Beispiel bei der Leadbox. Und dann haben wir hier meine ganzen Instrumente. Und da fangen wir mal an. Wir haben die ganzen Sachen natürlich von Native Instrument, wie man hier sieht. Das sind die ganzen Sachen FM8 und so weiter und so fort. Wir haben aber auch die typischen... Nehmen an, da hast du das Complete, oder? Ja, klar. Und dann haben wir Nexus 3 natürlich mit allen Libraries. Wir haben... Ich habe früher nie Nexus verwendet, aber habe ihn jetzt super, ne? Und bin sehr glücklich damit. Ich sage mal, Preset-Schleuder ist das, ja? Aber das Ding ist schon cool. Ja, ganz genau. Und dann habe ich hier noch den VPS, den Avenger. Das sind ja eigentlich die Leute, die früher den Nexus entwickelt haben. Die haben sich selbstständig gemacht. Die sitzen auch da hinten in Taunusstein, also hier gar nicht weit weg, und haben den Avenger gemacht. Wie heißt der? Peter, fällt mir ja, gar nicht genau. Ein. Ja, genau. Und da haben wir auch eigentlich alle Libraries früher. Und das sind auch total coole Sachen. Und dann haben wir natürlich so Spire, Battery. Ich habe natürlich auch eine Maschine hier stehen. Die ganzen Sachen. Grand Rhapsody ist zum Beispiel ein Waves-Piano, also richtig hochwürdig. Also kannst die Mikrofonie verändern und sowas. Es ist sehr realistisch am wirklichen Flügel. Und ich habe hier im Haus auch einen wirklichen Flügel stehen. Das ist schon echt abgefahren, das Teil. Hier kommt, Kai, da kommt gerade eine Frage rein, die mir die Lille jetzt zugesteckt hat. Wie heißt der Song? Das ist, kann ich beantworten, Into My Brain bei DJ KC featuring Mario Lopez. Ist der schon released? Der kommt jetzt Anfang Juni. Deswegen, es ist eine Premiere. Ich spiele ihn euch heute vor Veröffentlichung vor. Und er ist bei euch. Es ist eure, für euch und auch sehr gern. Und ich fühle mich auch sehr geehrt, dass ich ihn heute mit euch gemeinsam vorspielen darf. Euch zeigen kann, den Remix, die normale habe ich ja schon ein paar Mal laufen lassen, auch noch unreleased. Und jetzt kommt sie im Juni mit A45 raus. Und ich habe die Woche jetzt den Remix. Das heißt, dann alle bitte auf Spotify kräftig drücken, ja, und viel oft abspielen. Ja, hoffe ich doch. Ja, das hoffe ich doch, dass das passiert. Also ich habe ganz viele liebe Followers natürlich und ganz, ganz viele, viele Fans, die mich seit vielen Jahren begleiten, für die ich übrigens auch sehr dankbar bin, weil ein Künstler ist nur so gut wie seine Fans. Ja, Kai, sag doch mal kurz, entschuldige, wenn ich
wenn ich dich unterbreche, sag doch mal kurz, wie folgt man dir? Also ich bin hier auf YouTube auch, da habe ich meinen offiziellen Kanal, der heißt dann DJ KC alias Kai Soffel, einen offiziellen YouTube-Kanal. Der ist ganz neu? Den habe ich ganz neu gemacht, das sind noch nicht so viele Follower, ich glaube 130, 140, vielleicht werden sie heute ein paar mehr. Aber auf Facebook bin ich natürlich als Kai Soffel, aber natürlich auch als DJ KC. Und da gibt es eine Gefällt-mir-Seite, da kann man gucken. Dann gibt es noch die Leute haben jetzt gerade eine DJ KC-Fanpage auch gegründet. Da kann man mich auch verfolgen. Instagram natürlich unter DJ KC Europe, DJ KC Germany offiziell. So heißt die Seite. Da gibt es mich natürlich eigentlich überall. Ja, also ich bin da schon. Und dann habe ich ja gesehen, dass du immer live auflegst, ich glaube einmal in der Woche, am Samstag, auf dem höchsten Turm in Frankfurt. Ist das richtig? Ja, Deutschlands höchstes Radiostudio. Radio Frankfurt 95,1 gehört zur Antenne Radio Group. Das heißt, alle Antennesender sind dort angeschlossen. Meine Sendung wird teilweise auf allen 17 Sendern auch mal ausgestrahlt. Das ist also schon öfters passiert. Und das läuft jeden Samstag. 2 Stunden lege ich dort elektronische Musik auf im Mix. Und zwischendurch, wenn ich da nicht auflege, gebe ich denen die Nachrichten, lese ein bisschen Verkehr, erzähle was vom Wetter und spiele wieder eine Stunde live für die Leute. Das kann man ja auch sehen und dann sieht man diese geile Kulisse da ganz Frankfurt genau, im Hintergrund. Genau, 27. Stock. Auf. Mit eigener Dachterrasse. Das ist echt abgefahren, schöne Sache. Das ist mega, ja. Also das macht auch eine Menge Spaß, das ist morgen Abend auch wieder. Heute läuft auch mein Radio irgendwie bei Transmission Radio. Letzte Woche lief ich bei Radio Belfast. Die haben mein Set angefordert und die haben dann in Belfast, also eine Stunde meine Sendung im Radio laufen lassen. Für Belfast offiziell, das kam riesig an. Ich habe ganz viele E-Mails bekommen. Und das ist echt toll. Also ich habe eine Menge tolle Leute, die mich tragen. Und das sind auch viele, die heute Abend hier zuschauen via Facebook, YouTube. Und die also einfach nur treu sind und mich unterstützen seit wahnsinnig langer Zeit. Weil für alle, die auf dem Weg sind, das Wichtigste, was ihr habt, sind eure Fans. Die entscheiden, wie gut oder wie schlecht du bist. Du selber kannst nicht entscheiden, wie gut oder schlecht du bist. Das ist richtig. Aber wir können jetzt entscheiden, wie gut du bist, wenn du uns noch mal ein bisschen in deine Pro Tool Session schauen lässt. Okay, dann lasse ich jetzt einfach mal, ich würde sagen, mal den Song laufen. Was haltet ihr davon? Ich lasse ihn jetzt einfach mal. Unbedingt. Jetzt gibt es 5 Minuten 25 Musik. Ja, okay. Wir lassen es laufen. Moment, ich habe alles offen. Okay, ready to go. Laut genug? Wir hören das okay. Super. Dann viel Spaß. Trip to fantasy. My trip to fantasy.
Join me in my dreams, my trip to fantasy. I'm floating on the waves. All is quiet and peaceful. As I open my eyes, I see a moonbow. Its colors moving, changing and rotating like a kaleidoscope. I'm not afraid. I feel one with the universe. I'm afloat on the waves, naked. All of a sudden I hear voices whispering my name. I look around, but there's no one there. I'm still looking at the moonbow, its brightness tickling my body, sending me signals, reaching into my brain. My trip to fantasy. Stopp. Into my brain. Gott, diesen Track würde ich gern im Club hören. Es wird Zeit, dass Corona es wieder zulässt. Ich bin auch wieder bei euch in der Nähe von Salzburg in Pannonia, demnächst im November wieder. Also demnächst ist noch ein paar Monate. Wenn ich dort auflege, lade ich dich herzlich ein. Oh, sehr und bring auch Lila mit. Lila ist in Ordnung. Sie ist leider immer nur im Dunkeln da hinten. Das arme Mädel. Warum, sag mal, Thomas, warum hast du sie eigentlich ins Dunkle gestellt? Es ist überall dunkel im Studio. Ich habe sie nicht speziell ins Dunkle gestellt. Und tatsächlich, was du nicht siehst, ist, wenn ihre Kamera an ist, dann ist sie das Hellste von dem ganzen Video. Ja, sie strahlt. Sie erleuchtet unser Video. Du bist ein super sympathischer Typ, aber sie strahlt trotz allem, ja. Und ich gebe mir so Mühe, aber da habe ich keine Chance. Ja, wir sind gegen Frauen machtlos, sagen wir doch mal ehrlich. Da hast du absolut recht. Kai, ziemlich fette Produktion. Dankeschön. Geht ab wie Luzi, sagt man in Berlin. Ich habe gesehen, da ist fast alles Audio. Ganz unten habe ich so ein, zwei Midi-Tracks gesehen, aber das meiste ist Audio. Wie ist da dein Workflow? Du machst ein Plugin auf und rechnest es dann aber, sobald die Noten feststehen, in Audio um oder wie tust du das? Ja, ich bin da ein bisschen seltsam, gebe ich ehrlich zu. Ich hasse Arrangeure, ich habe ja auch einige. Ich hasse aber Arrangeure, die 10-mal umarrangieren. Das habe ich also von anderen großen Produzenten. Ich habe ja mit Leuten wie Farian oder Peter Ries oder Jamie Elmar mit vielen Leuten oder arbeite mit vielen Leuten bis heute zusammen. Und das Schöne war eigentlich immer zu sehen, dass die wirklichen Sachen, die gut waren, einmal arrangiert worden sind. Das heißt, man hat einen Sound festgelegt und dann ist man weitergegangen. Und das habe ich auch dem Thorsten Roder, Mike Sanchez, der sehr viel für mich arrangiert und Partner ist, auch nach kurzer Zeit abgewöhnt. Ich habe immer gesagt, hör auf, ich will keine 10 verschiedenen Basslines hören. Ich will eine gute hören, das reicht mir. Ich will einen Arpeggiator hören, ich will keine 3 Arpeggiator. Und ich will auch nicht das 5 Synthesizer laufen. Nimm einen guten Sound, entscheide dich dafür, editiere ihn und dann wandle ihn gleich. Weil wenn ich ihn wandle,
dann kann er nicht mehr verändern. Dann ist er Audio, dann ist er aus den Instrumenten raus und dann lege ich mich erstmal fest. Wenn wir später aber im Mix merken, naja, so toll klingt er nicht, dann machst du eine MIDI-Spur da wieder hin, dann wandelst du ihn um und machst es nochmal. Aber das Problem ist beim Arrangieren, und es wird einfach wahnsinnig viel Zeit liegen gelassen, dass die Leute 10 verschiedene Bässe haben. Du, ich sag dir, nach dem 5. höre ich keinen Unterschied mehr, ehrlich gesagt. Und ich komme aus der Produktion. Du hörst ihn nicht mehr. Es macht mich nervös. Aber Kai, das hört sich jetzt ein bisschen so an, als würdest du das in Audio wandeln, damit du nicht in Versuchung kommst, am Sound ganz noch was zu ändern. Ist also bin ich stundenlang damit beschäftigt, dass nicht mehr sämtliche Kreativität ist doch, du produzierst auch jeden Tag. Wenn du einen coolen Sound hast, legst ihn rein. Und dann hast du automatisch eine Idee für eine Fläche, für so ein AP oder für eine schöne Mellow oder irgendwas im Drumming. Du programmierst ja auch sehr schön Drummings, habe ich schon gesehen. Und dann legst du dich erstmal fest, aber du willst weitergehen. Also die Nummer besteht ja nicht nur aus einem Basslauf oder aus Drums oder aus einer Mello. Das sind Vocals, das sind Chöre, da ist dies, da ist das, das sind Effekte. Und das macht ja später die Nummer auf. Es ist ja nicht ein tragendes Instrument. Es ist ein Instrument mit Sicherheit dazwischen, was prägend ist. Ja, oder eine Musikrichtung, was prägt. Kai, wenn ich jetzt kurz erkläre, warum ich anders arbeite, dann nimm das nicht als Kritik an deiner Arbeitsweise. Du machst super Sachen und jeder hat eine andere Arbeitsmethode und jeder muss seinen Weg finden, mit dem er super arbeitet. Also versteh das nicht als Kritik, sondern ich will nur ein paar Dinge hinterfragen. Bei mir ist es ja so, selten ändere ich was. Ich finde immer alles, was ich bin so selbstverliebt, was immer ich mache, finde ich so super, dass ich selten was dran ändere. Aber ich mache meistens eben nicht, wenn ich jetzt, ich sage mal, den Bass mache, mache ich meistens nicht gleich den ganzen Song, sondern meistens arbeite ich ja mal an einem Teil. Ja. Und jetzt habe ich ein komplettes Arrangement auf 4 oder 8 Takten und jetzt erst gehe ich weiter, andere Parts zu machen und dann will ich immer wieder auf das MIDI zugreifen, damit auch dieses Instrument im anderen Part was anderes spielen kann. Ja, das ich lasse die ja auch erstmal offen, bis das durcharrangiert ist. Da bin ich genauso wie du, aber ich greife sie nicht 10 Mal an. Teilweise friere ich einfach die Instrumente ein und glaub mir, bei meinem Mac habe ich das nicht nötig. Die haben mir das Ding hier so gepimpt von SMM, da muss ich nichts einfrieren. Ich habe ja teilweise 20, 30 Instrumente auf plus Plugins und wir wissen alle, dass gewisse Plugins richtig am Prozessor ziehen. Da lacht mein Rechner drüber. Da fängt noch nicht mal an, Lüfter zu laufen. Ja, wir haben kein Pro Tools. Das Pro Tools nimmt ja auch ein bisschen Rechenpower dem Rechner ab. Insofern ist man dann nochmal auf der sicheren Seite. Wir haben jetzt halt den neuesten Mac Pro. Und wenn ich in Bitwig, ich kann gar nicht so viel Plugins reinsetzen, dass ich an die Grenzen komme. Den hast du aber auch von SMM, oder? Natürlich habe ich den auch von SMM, ja. Und das macht einfach Spaß. Reinhauen. Genau, und einfach, nicht an die Grenzen, weißt du, keine kommen. Limits mehr haben. Und das ist das Schlimmste, wenn du arbeitest, hast ein Limit, weil deine Produktion fängt an zu hacken und du musst Plugins ausschalten oder irgendetwas. Oder ich habe natürlich einen Latenzausgleich auch hier drin. Wenn du analoge Kisten hast, brauchst du ja einen Latenzausgleich. Und dann habe ich im Pro Tools. Ja. Ich sehe, wenn meine Analoggeräte, die erzeugen natürlich eine Latenz und dann gleicht dir alle anderen Spuren an. Das heißt, ich höre das ohne Latenz hier. Ich höre die Latenz nicht. Ja. Der sorgt dafür, dass alles gleich ankommt. Der rechnet die digitalen Sachen automatisch zurück, dass das zu dem analogen passt. Und das macht Pro Tools extrem geil. Hast du öfter gesprochen von anderen Arrangeuren, mit denen du arbeitest? Ist das eher so, dass du sagst, gewisse Dinge habe ich gar nicht die Zeit selber zu machen, deshalb lasse ich da den ganzen Track einen anderen Arrangeur machen? Oder arbeitest du durchaus so, dass du den Track anfängst und dann gibst du das weiter an 2, 3 Arrangeure, die dir zuliefern und dann finalisierst du es zusammen mit dem Material? Wie arbeitest du mit anderen Arrangeuren zusammen? Also ich finde, man muss ehrlich sein. Es ist, Musikproduktion ist niemals eine One-Man-Show. Das kann man vergessen. Vor allen Dingen nicht bei dem Tempo, den ich hier gehe. Ich habe meine Arrangeure, meine Festen und Partner, es sind ja nicht nur Arrangeure, das sind auch Co-Produzenten, das ist wie der Bernd Waldstedt, der hat ja früher Marusha gemacht, Milk and Sugar, der hat das Ohm gemacht mit Mike Stab und so Sachen. Ein sehr erfahrener Mann, der übrigens auch als Techniker beim ZDF ist, da habe ich ihn heute Abend da rausgeholt, weil wir am Montag schon wieder hier im Studio sitzen. Der macht sehr viel. Also die arrangieren nicht nur oder tunen auch Vocals für mich. Die geben viele Ideen
Ideen rein. Das sind Partner von mir. Ich bin natürlich das Gesicht irgendwo des Unternehmens. Irgendeiner ist das immer. In dem Fall bin ich es halt. Aber so Leute wie Bernd Walschel oder auch gerade Thorsten Rother, sprich Mike Sanchez, die arrangieren zu Hause vor. Die haben dann ihre Programme, mit denen die das machen, und die wandeln das teilweise ins Audio rüber. Und dann kriege ich das direkt im Audio hier rüber im Pro Tools. Ich bespreche mich natürlich mit ihnen. Das heißt, ich gebe ihnen schon eine Musikrichtung vor. Ich mache da mein Spotify an oder was auch immer und schicke den Leuten einen Song und sage, hör mal, das gefällt mir sehr gut. Lass uns ein bisschen in die Richtung gehen. Du musst den Leuten ja einen Anhaltspunkt mitgeben. Beim Arrangieren dann, finalen Arrangieren, die arrangieren vor, die bauen die Drummings, ich sage, ich möchte das so einen Fall, wie bei einer Triole. Das sind stundenlang Arbeiten, bis so eine Hi-Hat mal in einer Triole sitzt und der Bass auch. Und das machen die natürlich, das müssen wir hier nicht im Studio machen. In der Zeit kann ich andere Sachen machen. Nur irgendwann kommt der dann mit der Festplatte hierher, dann wird das eingesteckt, dann öffnen wir das Programm, mit dem ich es gemacht habe, und dann arrangieren wir die Nummer zusammen innerhalb von 2-3 Stunden fertig. Länger, mehr Zeit gebe ich mir auch nicht dafür, weil es muss vorangehen, und außerdem vertraue ich auch meinen Leuten. Ich meine, das sind super Leute, ohne die wäre ich nichts im Studio, und die machen das toll. Aber du musst dich auch irgendwann mal festlegen, und ich glaube, das Problem war früher bei mir, habe ich sehr oft gesehen, ich habe teilweise von Songs, das hatte ich aus Farian-Zeiten immer noch, 20, 30, 40 Mal gemischt, bis sie dann veröffentlicht worden sind. Und nach dem 30. Mix hat man festgestellt, wenn man das Datband wieder zurückgefahren und hat sich's angehört, dass der erste Mix noch der geilste war. Und deswegen gewöhne ich es mir ab. Das kenne ich so gut. Ich arrangiere, ich bringe das dann ins Pro Tools, setze meine Kisten ein, dann fange ich an, Druck zu machen, setze meine Effekte drauf. Da mische ich es vor als Premix. Da mache ich es aus, beende es, arbeite mit was anderem weiter. Am nächsten Morgen, ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf, um 6:30, aber nicht, weil ich eine schwache Blase habe, sondern weil das mein Arbeitsrhythmus ist. Dann nehme ich meine Tasse Kaffee, setze mich hier unten in mein Studio, mache den Rechner, mache das Pult, mache das Studio an. Dann höre ich mir die Nummer leise an. Und dann höre ich genau, was mich in der Nummer stört. Weil ich habe noch so verschlafene, so sensible Ohren. Ich höre auch so alles. Aber ich höre eher morgens, wenn du verschlafen bist, Töne, die mir wehtun. Sachen, die ich unharmonisch finde. Und die ändere ich dann am frühen Morgen. Und meistens misch und master ich in der Zeit zwischen 7 und 9 Uhr morgens. Und da entstehen meine besten Mix und Master. Da nervt mich keiner am Telefon, da ruft niemand an, da will niemand was von mir. Ich bin entspannt, ich bin ausgeruht, habe noch ein nettes Lächeln von meiner Frau bekommen, und dann startet der Tag gut. An der Stelle mal erwähnt, wir pressen jetzt hier in 1,5 Stunden rein, was wir noch irgendwie reinkriegen. Aber der Kai ist auch zu Gast noch diesen Sommer in meinem Podcast, Thomas Foster Music Production. Da kommen jetzt noch 2 Folgen, glaube ich, mit dem Billy King, mit dem ich mich auch ziemlich lang unterhalten habe. Und dann wird der Kai unser Gast im Podcast sein. Wenn ihr also Musikproduktion im Schlaf lernen wollt, mit geschlossenen Augen, dann ladet euch doch den Podcast Thomas Foster Musikproduktion runter und hört da mal rein. Der Kai wird zu Gast sein. Kai, lass mal noch die gut aussehende Hälfte von uns sprechen und mal schauen, ob es neue Fragen gibt. Das heißt für euch, wenn ihr zum Kai oder zu dem Track, den er hat, irgendwelche Fragen habt, dann ist jetzt der Moment dafür. Schreibt die uns in den Chat. Ich gehe mal zur Lila rüber. Haben wir schon eine Frage? Oh ja, wir haben einige Fragen. Wunderbar. Ui. Gibt es hier auch einige Fragen zu Plugins? Die Frage zu dem Frage bezieht sich auf den Song, den du eben gespielt hast. Wurde hier TB303 oder Behringer TD3 benutzt? Oh. Ja, die Frage ist, ob in dem Song, hast du es gehört, TB303 oder Behringer verwendet wurde? Das können wir gleich zeigen, pass auf. Wir gehen mal rüber. Jetzt müssten wir gleich irgendwann das Mischpult wiedersehen. Zack, nee, also das Arrangement. Weder noch. Also wir haben auch eine 303, der Bernd Waldstedt hat eine, also die können wir jederzeit nutzen. Aber es gibt Sachen, die muss man einfach nicht haben, weil sie so einfach, wie sie sind, gut sind. Und dann macht man das einfach mal so. Und dann gehen wir mal hier drauf. Und wenn ich eine TB303 besuche, dann gehe ich einfach mal, also der Nexus kann's, der Avenger kann's. Ich mache jetzt einfach mal einen Nexus auf.
Und der ist da eigentlich echt fit. Da gibt's, wir haben halt alle Libraries auch hier drauf. Das ist so Libraries kosten echt ein Vermögen, wenn du alle kaufst. Das ist schon, aber du brauchst es. Also es ist nervig, die Fragerei, wenn dann einer kommt zu dir und sagt, ja, ich habe auch den Nexus, ich habe die Library. Ja, und ich weiß jetzt nicht, ich will eigentlich den Sound und du hast ihn nicht da, dann fängst du während der Produktion an, die Libraries zu kaufen, wo du am wenigsten Zeit dafür hast. Also kaufe sie lieber gleich. So. Wir gehen mal ein TB303. Ich bin ja sehr spät auf den Nexus. Entschuldige Kai, ja? Ich bin sehr spät erst auf den Nexus gekommen, nämlich mit der Version 3 habe ich den erst für mich entdeckt. Ich hatte die Vorgänger nicht. Ja. Und beim 3er habe ich mich dann ganz bewusst entschieden, nicht die komplette Library zu kaufen, weil ich zu viel Angst hatte, ja, dass da so alte Sounds drin sind, die sie über die letzten 20 Jahre angehäuft haben. Und deshalb ganz bewusst nur ganz aktuelle Libraries gekauft haben. Aber natürlich gleich alles kaufen. Ja, da haben wir die 303. Das hätten wir dann einmal so. Man kann es auch tunemäßig haben. Als würde sie vor uns stehen. Oder höher. Also du kannst alle Parameter verändern, wie ihr gerade gehört habt. Und da gibt es also ganz viel. Also einfach, also man kann sich aussehen. Man muss sich keine 303 kaufen. Man kann sie auch hier nutzen. Kai, ganz kurz. Ja. Wenn ihr nicht das Geld ausgeben wollt, richtig, was ist dann wohl die Antwort? Ihr geht auf Mutant, sucht dort einfach nur nach 303. Hast du die auch oder was? In unterschiedlichsten Tempotonlagen findet ihr die Original. Kein Plugin, sondern die Original. Du Schlawiner. 303. Ja, wir versuchen die ganze Musikgeschichte. Ist doch geil, oder? Ja, cool. Also Lila. Habe ich dich jetzt unterbrochen? Nein, wir haben Lila unterbrochen. Lila. Ja, Kai, was sind deine drei Lieblings-Must-Have-Plugins? Drei Lieblings-Must-Have-Plugins. Fangen wir an mit Platz 3. Platz 3 ist für mich ganz klar Waves. Also Waves, die Plugins, ich habe glaube ich alles, das sind 1800 Plugins oder so. Ich habe alles über Maserati, Abbey Road Studios Sachen, die Renaissance Sachen, also alles wirklich. Platz Nummer 3. Platz Nummer 2, SSL, aber nicht SSL von Waves, also nicht verwechseln. Von Waves gibt es ein Brandl, das heißt SSL 4000, das ist toll. Aber lang nicht das, wie das SSL-Brundle direkt von SSL selber. Und das musst du aber, das kannst du auch nicht kaufen, das kannst du leasen. Also immer für ein Jahr. Und das steht gleichzeitig am Platz 2 zusammen mit Slate Digital, also Steven Slate. Ihr habt die auch vorhin kurz gesehen, ich habe die aufgemacht, ich zeige euch das nochmal. Die Steven Slate. Das ist einfacher, wenn ich euch das echt mal zeige. Das ist so Steven Slate. Also so sind meine Mikro-Preamps aufgebaut. Dann habe ich erstmal hier so eine Pulssimulation drauf. Also das ist jetzt Richtung Neve eingestellt, also VR-Konsole. Dann habe ich hier einen vollparametrischen Equalizer, auch mit Bell- und Shelf-Schaltung. Dann habe ich hier nochmal ein EQ, um gerade bei den Vocals so zwischen 2,5 und 3 kHz anzukicken, um Vocals teilweise wirklich aus dem Dunst rauszukriegen, dass sie vorne sind. Der De-Stressor, den kennt man ja auch als Hardware-Gerät, ist sehr beliebt. Der macht es schon sehr dicht und der macht hier nochmal so eine kleine Röhrensättigung in den Höhen drin. Und hier macht er ein bisschen Breite noch von der Vocals rein. Also das ist Steven Slate und das liegt am gleichen Platz wie jetzt zum Beispiel, das wollte ich euch zeigen, SSL. Dann gibt es dann hier zum Beispiel den Vocal Strip. Ich hoffe, ich hole jetzt nicht so weit aus. Also das ist der Vogel Strip. Dann hast du einen schönen Kompressor. Du hast hier auch einen De-Azer drin, den du aktivieren kannst. Und du hast einen parametrischen EQ. Und für alle, die faul sind, die haben auch schon vorgewählte Presets von Dan Austin. Also wirklich amtliche Leute, die Presets schon mal programmiert haben. Und dann kannst du das dann entscheiden, was du von der Vocals haben willst, schon mal im Vorfeld. Und das liegt zusammen mit dieser Steven Slate für mich am Platz 2. Beide
Beide Plugin-Hersteller, also Steven Slate, genauso wie SSL, sind nicht kaufbar, sondern du liest sie praktisch immer für ein Jahr. Du mietest sie. Und jetzt kommen wir zu Platz 1. Für mich die absolute Revolution im Tonstudio ist, machen wir einen Trommelwirbel. Thomas, du bist dran. Okay, sitzt. Mehr wird's nicht, mehr wird's. Ist für mich ganz klar Isotope. Also Isotope ist für mich ein, also ich arbeite im Moment mit den Advanced, also diesen 9er Advanced, der neueste auch. Der hat unwahrscheinlich, ich kann ja euch den mal kurz anmachen, dass ihr einfach mal seht, von was wir reden, weil viele haben den ja gar nicht. Hast du den standardmäßig in der Stereo-Summe drin? Ja, auf jeden Fall. Den nutze ich immer, weil das ist echt eine kleine, man muss es wirklich sagen, ich kenne auch keinen Produzenten, also mir ist bis jetzt noch keiner begegnet, der nicht hat. Also das ist immer so. Also ich zeig dir mal, mache ich jetzt nicht, weil dann schmeißt er nämlich irgendwelche Vocals raus. Ich mache jetzt, wo habe ich denn dann? Sag mal, wo bin ich denn? Isotope, da ist es. So, das sind meine Isotope-Sachen. Und dann haben wir den 8er jetzt, das ist der 9er, den wollen wir haben. Und das ist der Advanced, der geht jetzt mal auf. So. Dann haben wir den 9er. Der sieht so aus. Das wäre jetzt so ein Standardding. Ich habe natürlich auch immer so meine Dinge drin, die für mich wichtig sind. Ich habe einmal so ein Dynamic EQ drin. Das ist der. Da kann ich dann hier einfach so ein bisschen rein oder raus. Wir gehen natürlich ja auch mal gern ein bisschen in den Low-Cut-Bereich, gerade radiomäßig. Hier ziehst du wunderschöne Höhen. Hier in der Mitte mache ich meistens noch ein bisschen mehr Präsenz, kannst du es auch breiter machen. Das ist eine wichtige Kiste. Der Vintage-Liverter, den du jetzt hörst, das merkst du auch gleich. Ja, ich rede schon leiser. Den setze ich hier vorne hin und dann kann ich hier Threshold machen, da wird er immer lauter, immer lauter. Also ihr seht schon, was hier passiert. Ich mache ihn jetzt wieder weg. Und dann habe ich natürlich den... Wen das Thema Isotope etwas mehr interessiert, habe ich gerade ganz aktuell zwei schöne Tutorials gemacht, wo man die Funktionalität sieht. Ich habe euch jetzt in den Chat den Link reingemacht zu diesen Tutorials, die ich zum Isotope also gemacht wirklich habe. Mal anschauen. Ist tierisch eine Erleichterung. Ich kenne manche DJs, die gar nicht produzieren. Die haben sich echt extra so ein Logic gekauft und haben sich ein Isotope geholt, weil die viele alte Tracks, die spielen, die einfach halt für heute nicht mehr den Druck haben, die legen den sich auf eine Spur rein, hauen den Isotope drauf, pumpen die Nummer damit auf und führen ihn wieder zurück in ihr DJ-Set. Ja, weil die manchmal, gerade so die 90er-Dancer, die haben immer nur so geklatscht so. Die haben keinen Druck gehabt und da arbeiten die so lange, bis die Druck haben. Also das ist ganz oft so. Lila, was haben wir noch? Ich habe noch eine Frage, und zwar, warum benutzt du kein Ducking? Warum benutzt du kein Ducking? Ich nehme an, damit ist Kick-Ducking gemeint, dass nämlich immer, wenn die Kick schlägt, der Bass etwas leiser wird. Aber was lässt uns denn glauben, dass der Kai überhaupt nicht mit Ducking arbeitet? Das wissen wir doch noch gar nicht. Eben, wenn man bei mir mal ein bisschen genauer guckt, die sind jetzt noch nicht drin, weil ich im Grundarrangement bin. Ich habe immer einen Sidechainer drauf. Aber ich mache das halt nicht so altertümlich, wie man das im Logic vielleicht oder im gewissen anderen Programm macht, wo man dann wirklich so triggert, um das zu erreichen. Sondern wenn ich sage, ich will wirklich die Bassline vorne haben, dann gehe ich hier auf meinen Bass drauf. Da habe ich jetzt übrigens vom Wave schon so einen kleinen Kompressor drauf, der so ein bisschen, das ist ein bisschen anreichert. Das hört man auch, wenn ich es jetzt mal laufen lasse. Moment, ich muss erstmal mich solo anschalten, sonst bin ich auf einmal weg. So, und wenn ich jetzt auf den Bass gehe und mache den jetzt solo dazu. So, wollen wir mal gucken, wo geht denn der Bass los? Hier irgendwo. Machen wir hier mal einfach mal so eine Spur. Gut. So, das ist ohne. Ist schon flach. Der holt halt, ja. Der zieht, der macht das schön dicht. So, und wenn ich das jetzt haben will, bei einer Triole brauche ich es eigentlich nicht. Weil die Triole sorgt schon dafür, dass die Nummer groovt und dass die Kick genug Raum hat. Aber da gibt es ein sehr geiles Plugin. Das hat er jetzt dann angenommen, weil der Kai zu früh die Maustaste losgelassen hat. Das ist diese Firma. Und das ist richtig geil. Das kannst du also praktisch hier einstellen. Und dann gehst du hier und machst Sidechain.
Sidechain ein. Kannst du das auch ein bisschen beeinflussen. Und wenn du merkst, ich mach's mal ein bisschen lauter, damit ihr es besser hört. Smith. Ohne. Wuppt ja, aber das wäre jetzt natürlich verkehrt, weil ich bin auf einer Triole. Das passt auch nicht. Ich brauche eine Triole. Das wäre jetzt eine Triole, aber im Achteltakt ist das zu wenig. Das wäre richtig. So wäre es richtig. Aber ihr hört jetzt die Anschläge von dem Sidechainer. Das will ich natürlich nicht. Und dann mache ich ein bisschen Smooth. Bisschen Smooth, gebe ihn hier vorne ein bisschen was rein und ziehe ihn einfach nur in der Mitte ein bisschen weg. Und so lässt er mir genau in der Mitte für die Kick, lässt er mir Raum. Und wenn ich das jetzt anmache, ich mache es jetzt wieder ungefähr auf die gleiche Lautstärke. Und wenn dann nur die Trumps kommen, steht der Bass ganz weit vorne und die Kick auch. Also es stört sich nichts, ein kleiner Sidechainer und dann ist alles gut. Und damit ist, glaube ich, die Frage beantwortet. Ja, also ich arbeite auch extrem gern mit dem LFO-Tool. Das geiles ist Teil, ein geiles oder? Tool. Das funktioniert dann, solange die Kick in Vierteln spielt, weil dann kann man gut mit dem LFO-Tool arbeiten. Wenn man einen Track hat, wo die Kick irgendwas Spezielleres macht, dumm, dun, dun oder so. Ja, das kannst du aber einstellen. Du kannst ja eine Triole oder punktiert einstellen und du kannst ja auch dir eine Welle einzeichnen in den LFO und dann zeichnest du dir halt genau das an. Du kannst es ja auch beim Sechs-Achtel-Takt oder Dreiviertel-Takt, also sprich Walzer, was auch immer. Ja, ich kann alles machen, solange ich innerhalb einer Viertel immer dasselbe mache. Und aber genug Zeit hast. Ja. Es kommt da schwer dazu. Na gut. An der Stelle würde ich sagen, wir übergehen an unsere besser ausschauende Hälfte. Hallo Lila. Was haltet ihr vom Abmischen und Mastering nur über Kopfhörer? Oh. Die Frage gebe ich gerne an dich weiter. Das war mir klar. Was du haltest hast mal du ein schönes Abmischen Bömmchen jetzt über Kopfhörer? Gelegt, ha? Aber du antwortest bitte auch noch gleich. Ich glaube, eins darf ich vorne wegnehmen. Dass es, wenn man eine gute Abhörer hat, besser ist, über eine gute Abhörer zu mischen, absolut, steht außer Frage. Die Frage ist eher, wie gut glaubst du, kann man über Kopfhörer abmischen? Wo sind am ehesten die Probleme, wenn man über Kopfhörer abmischt? Was muss man achten? Also ich habe auch ganz, ganz teure Kopfhörer. Also wie hier, denn habe ich jetzt auf den Ohren, was habe ich denn, den 1990 oder 1770? Ich habe heute den 1770 Pro von Biodynamic auf den Ohren. Ich habe die 77er, 880er, 99, ich habe sie alle. Darf ich euch ganz kurz mal was zeigen? Hier kommt der wichtigste Studiomitarbeiter. Komm mal her, Studiomitarbeiter. Das ist der Studiomitarbeiter des Monats. Sein Name ist Luis, ist 5,5 Monate alt und den nimmt meine Frau jetzt wieder mit. Die kommt nämlich kurz ins Studio. Schatz, nimmst du den Hund bitte mit? Schatzi, ich komme gleich. Also so passiert das im Live-Video. Thomas, Entschuldigung. Aber und jetzt sehen wir sogar den schönsten Studiomitarbeiter. Das ist mein liebster Studiomitarbeiter. Jetzt sehen wir sogar den schönsten Studiomitarbeiter, deine Frau. War jetzt kurz im Bild? Ja, die kann man auch sehen lassen, oder? Das ist eine tolle Frau. Also gut. Das ist eine tolle Frau. Wir kommen zu den Monitoren. Wie kriege ich jetzt wieder die Leitung da? Also von einer schönen Frau auf dem Monitor ist immer schlecht. Aber was ich sagen muss, ein Monitor muss auch schön sein. Das kann ich im Vornefeld sagen, weil den Monitor guckst du mehr an wie deine eigene Frau. Den guckst du in der Regel am Tag 10 bis 12 Stunden an. Es ist wirklich darüber so, das habe ich noch nicht so richtig gesagt. Nachgedacht. Ich habe mit meinem Manager, mit Thomas Stein, telefoniert und da hat er gesagt, für was brauchen wir so teure Monitore, wie du hast? Da habe ich gesagt, du, ich gucke 10 bis 12 Stunden am Tag drauf. Guckst du so lange deine Frau an? Nö, das siehst du. So, also, Kopfhörer, toll. Toll zum Hören. Ich habe mir auch speziell von der Firma In-Ears spezielle In-Ears machen lassen. Philosophie 8 heißen die. Die haben 4 Wege und haben sogar 8 Druckkammern, gehen runter bis 10 Hertz. Also die habe ich in meinen Ohren stecken mit einem speziellen DAC-Player, damit die auch wirklich voll dargestellt werden. Es klingt gut, ich habe auch schon schöne Mixe drauf gemacht, aber für mich ist es keine Option, weil mir fehlt die räumliche Darstellung zum einen. Es ist doch sehr clean, was man einfach hört. Gerade so mit den ATCs, die ich hier im Studio habe, höre ich sehr viele Sachen, die vielleicht mal nicht so stimmen. Und auf einen großen Lautsprecher kriege ich mit, auch wenn ich mal vergesse, auf meinen Analyzer zu gucken und den Korrekationsmeter, ob ich irgendwo eine Auslöschung habe, weil ich es übertrieben habe mit Breitmachern und den Mix in die Seiten reinzudrücken,
höre ich auf dem Lautsprecher viel eher wie auf dem Kopfhörer. Auf dem Kopfhörer kriege ich es nicht mit. Dann kriege ich es erst mit, wenn ich das Signal mono schalte und auf einmal nur noch Hall da habe, dann weiß ich, dass ich irgendwo einen Phasendreher habe beim Mischen. Also das ist so ein kleines Grundprinzip, wie ihr euch auch ein bisschen kontrollieren könnt, ob ihr irgendwelche Schweinereien im Mix habt, die da nicht hingehören. Ganz klar, Monitor. Ich bin auch ein ganz Verrückter hier mit den Mick Gusalski, also der Toningenieur von Daft Punk und Madonna, der die hergestellt hat. Das sind sogar die Mittelhochtöner hier drin, sind entkoppelt. Und ein Monitor, jetzt lacht nicht, hat 3,5 kW. Und hier hängen zwei riesengroße Endstufen, die jeweils vier Kanäle haben. Zwei Kanäle kommen auf die Bässe, dann einen für den Mittel, einen für den Hochtöner. Es ist brutal. Es ist genial laut. Es klingt super geil, es tut niemals weh. Lieber Kai, ja? An der Stelle sage ich mal ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du so genial uns dein Studio zeigst und Einblick in deine Produktion gibst. Für alle, die jetzt nicht mehr drangekommen sind, ihre Fragen zu stellen, habe ich eine sehr gute Nachricht. Der Kai ist so lieb und ist noch kurz in Thomas Foster Music Production German Group, meiner Facebook-Gruppe. Dort habe ich bereits ein Posting für den Kai gemacht. In dieses Posting könnt ihr alle Fragen stellen. Wenn ihr jetzt kommen wollt in die Gruppe Thomas Foster Music Production. Darf ich einen Vorschlag machen, Thomas? Ja. Ich habe einen guten Vorschlag. Ich habe nämlich schon mal bei dir, ich bin natürlich auch in deiner Gruppe drin, das weißt du natürlich. Ich würde dort ein kleines Live-Video starten auf Facebook. Und wenn die Leute Fragen haben und wollen irgendwas speziell dazu noch sehen in deiner Gruppe, kann ich direkt draufhalten. Ja, fantastisch, mach das. Das mache ich jetzt gleich. Ich gebe mir 5 Minuten, eine Zigarettenlänge und dann bin ich da. Alles klar. Also wenn ihr jetzt in die Gruppe kommt, ich nehme eure Anfrage sofort an. Ihr seid also 2-3 Minuten später bereits drin in der Gruppe. Thomas Foster, Music Production, Klammer auf. Kannst du es nochmal näher in die Kamera halten, damit es auch die Leute auf Facebook sehen? Gerade meine Leute so, ich denke, dass die interessiert sind. Ja, fast. Sieht man das? Kann man das lesen? Ja, also nochmal Thomas Foster Musikproduktion. Guckt einfach da mal. Einfach oben in der Suchleiste eingeben. Das ist Englisch. Facebook. Und Germany ist das, ne? Die Kamera von der Lila ist da vielleicht besser geeignet? Ja, ja. So besser? Ja, ja. Schalten wir um. Thomas Foster Music Production, German Group. Ja, auch wenn man es nicht lesen kann, glaube ich, ist es nicht super so schwierig. Nächsten Monat haben wir auch einen ganz tollen Gast, nämlich den Kaiser Susei. Ein DJ, der lebt nur davon, seine eigenen Techno-Tracks auf großen Festivals, in großen Clubs auf der ganzen Welt aufzulegen. Und er produziert selber seine Techno-Produktionen. Er arbeitet mit Bitwig. Ich mag auch sehr gern Bitwig. Und er wird uns Einblick, genauso wie der Kai, in seine Produktion geben. Er ist genau das Gegenteil vom Kai. Er hat alles analoges Equipment jetzt aus seinem Studio rausgeschmissen und arbeitet nur noch digital. Jeder muss seinen eigenen Weg finden zu arbeiten. Ich glaube, es gibt hier kein richtig oder falsch. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch dabei seid. Danke, dass ihr heute dabei seid. Kommt jetzt vielleicht noch in die Gruppe, wo Kai noch so lieb ist, ein bisschen weiterzumachen, was ich ganz super finde. Und ansonsten immer kreativ bleiben und vor allen Dingen gesund bleiben. Cheers. Danke fürs Dabeibleiben. So, und jetzt muss ich noch schauen. Danke, Lila, danke, Thomas. Kai, vielen Dank und auch ein Dankeschön. Kai, an tschüss. SMM. Habt ihr euch immer schon mal gefragt, wie arbeiten erfolgreiche Produzenten? Mit welchen Programmen bzw. welchen Plugins? Starten sie mit dem Beat, mit einer Klavierspur oder etwas anderem? Entsteht der Mix während des Arrangierens oder ist der Mixdown ein eigener Prozess? Wie werden Stimmen bearbeitet, damit sie perfekt im Mix sitzen? Wird der Track vom Produzenten selber gemastert oder wird der Mix nochmal an ein externes Mastering-Studio weitergegeben? Mein Name ist Thomas Foster und all diesen Fragen widmen wir uns am 26. Juni in der 3. Folge von Mutant Sessions in Kooperation mit den Zeitschriften Keys und Recording Magazin und diesmal auch mit dem Musikgeschäft Kiwi Music aus Salzburg. Unser Gast am 26. Juni wird Markus Binapfel sein.
den die meisten Techno-Freaks unter dem Namen Kaiser Susai oder wie er seinen Namen selber gern ausspricht, Kaiser Soße kennen. Markus lebt davon, als DJ seine eigenen Techno-Produktionen aufzulegen. Er ist als DJ mit seiner Musik bereits in großen Clubs in über 40 Ländern und damit auf jeden Kontinenten aufgetreten. Früher war er ein Teil von Big World Entertainment, die für die Hermes House Band und viele andere Pop-Trash-Produktionen, wie er es selber gerne nennt, mehrfach Gold und Platin bekommen haben. Doch heute produziert er nur noch seine eigene Musik und macht das mittlerweile mit der Software Bitwig Studios, von der ich selber ein großer Fan bin. Am Freitag, den 26.05. um 20 Uhr wird er live für uns eine seiner aktuellen Produktionen öffnen und uns genau zeigen, wie er arbeitet und welche Tools er verwendet, um seinen Sound zu kreieren. Und ihr könnt live dabei sein und über den Chat eure Fragen direkt an Markus stellen. Verpasst das nicht, Mutant Sessions, Freitag 20 Uhr live auf meinem YouTube-Channel Thomas Foster Musikproduktion. Ich freue mich auf euch, bis dahin immer kreativ und vor allen Dingen gesund bleiben. Cheers!